Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Stefan Kaufmann. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Linda Fricke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sprich Stuttgart, heute an einem besonders geschichtsträchtigen Austragungsort. Und inwieweit der besonders ist für unseren heutigen Podcast-Gast, das wird sich erst im Laufe des Gesprächs herausstellen. Wir sitzen uns jetzt schon gegenüber mit unserem heutigen Gesprächspartner. Er wurde 1969 in Stuttgart geboren, ist heute aber auch über die Stadtgrenze hinaus bekannt, und zwar insbesondere unter seinem Spitznamen Herr Wasserstoff. Warum einem Rechtsanwalt dieser Name verpasst wurde, das hat insbesondere mit seinem beruflichen Werdegang und gerade seinem politischen Werdegang zu tun. Er arbeitete neben seinem Jurastudium im Europäischen Parlament in Brüssel und Stuttgart. Und nach seiner Promotion und dem darauf folgenden Referendariat arbeitete er als Rechtsanwalt in unterschiedlichen Kanzleien. 2009 zog er schließlich als promovierter Volljurist mit Direktmandat von seinem Wahlkreis Stuttgart I in den Deutschen Bundestag ein. Dort war er bis Herbst diesen Jahres als Bundestagsabgeordneter für die CDU tätig und war da unter anderem für das Bildungs- und Forschungsausschuss und die Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt vom Deutschen Bundestag als Vorsitzender verantwortlich. 2020 schließlich im Juni wurde er Innovationsbeauftragter Grüner Wasserstoff des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und wieso es ihm gerade der grüne Wasserstoff angetan hat, das erzählt er uns hoffentlich in unserem heutigen Gespräch. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Stefan Kaufmann. Ja, freue mich auch. Hallo Frau Fricke, Herr Ferdinand. Hallo. Und Ihnen hat es ja nicht nur der Wasserstoff bekanntlich angetan, sondern auch die Kultur. Und daher komme ich direkt zu meiner Einstiegsfrage. Welches war Ihr letztes Kulturereignis, das sich Ihnen nachhaltig eingeprägt hat? Oh, da gibt es natürlich jetzt ganz, ganz viele. Aber das letzte, gar nicht lange zurück, war die Wiederaufnahme von Dornröschen im großen Haus jetzt. Leider mit nur reduzierter Zuschauerzahl und einem Feueralarm mitten während dem Blumenwalzer, einem Fehlalarm. Ehrlich? Ja, ja, mussten wir dann alle raus und die Damen dann in ihren Abendkleidern. Etwas frisch war es an dem Abend, aber nach einer Viertelstunde hat die Feuerwehr dann Entwarnung gegeben. Wir konnten wieder zurück, aber ja, also Ballett ist immer wieder toll und Dornröschen, also in dieser Inszenierung von Heide und Rose in dieser Ausstattung. Das ist einfach schön, das kann man auch 40 Mal anschauen. Das ist immer noch schön und immer noch nicht kitschig, also insoweit. Das war das Jüngste, aber sonst gibt es natürlich ganz, ganz viele tolle, prägende Erlebnisse. Die Kultur hat es Ihnen angetan. Das hat man nicht so ganz auf dem Schirm, wenn man Ihre Vita liest, aber ich glaube, das ist schon sehr früh bei Ihnen mit ein wichtiger Bestandteil gewesen, oder? Ja, in der Tat. Also ich war immer häufiger Konzertgänger, schon als Student ganz oft in der Liederhalle gewesen oder auch in Opernaufführungen. Habe dann auch natürlich über persönliche Kontakte sehr früh Balletttänzer kennengelernt. Marcia Haidee, dann irgendwann Zingoridis, Chauchette und dann auch bin wirklich eng befreundet mit Helene Schleidermann und ein paar anderen Opernsängerinnen und Opernsängern. Bin so in diese Kulturszene dann auch mit reingekommen über eine Freundin, die Lissi Fritzenschaft aus Feuerbach, Modedesignerin, die jedes Jahr unter anderem an Weihnachten einen Adventsempfang macht, wo dann auch wirklich die gesamte Stuttgarter Kulturszene kommt. Also das ist natürlich eine persönliche Beziehung, aber wirklich auch eine Leidenschaft für Oper, für Ballett, für Konzert. Ein bisschen weniger vielleicht für Theater, das muss ich sagen, war immer stark schon mit Musikbezug, aber das ist wirklich schon sehr, sehr lange. Aber jetzt nicht eben nur die Hochkultur, sondern eben wirklich auch Subkultur, das ist dann so eine zweite Schiene, die kam vielleicht erst ein bisschen später, mit meinem Outing ein bisschen zu tun, mit 30 dann, als ich so anfing, tatsächlich in Clubs zu gehen, nachts, ja, kam dann so eine Leidenschaft auf für House, für Elektronikmusik und ja, das hatte ich mir dann auch tatsächlich so eigentlich bewahrt und habe dann im Zuge eines Wahlkampfes
Dennis Geser kennengelernt, der unter anderem die Senf macht, also eines der größten Indoor Electronic Festivals in Europa, der jetzt das Frida's Pier gemacht hat. Also einer, der als wirklich aus dieser Haus- und Elektronik-Szene kommt. Wir sind auch wirklich eng befreundet und habe über diese Schiene dann wirklich auch die letzten 10 Jahre mindestens mich sehr eingesetzt, eben auch für diese Subkultur, Clubkultur. Und ja, jetzt kommt vielleicht schon diese Stuttgart-Brille ein bisschen noch, was immer, so die Politiker-Brille, ne? Einerseits, weil es mir persönlich einfach gut gefällt, aber schon, weil es mir auch da wirklich darum ging, dass wir Stuttgart als lebenswerte Stadt, als Stadt, sage ich mal, auch für High Potentials, für junge Menschen dann auch attraktiv machen, denn die Stadt lebt eben davon, dass wir eine Zukunft haben, dass junge Kreative hierher kommen, dass sich High Potentials, die überall auf der Welt arbeiten können, hier halt auch wohlfühlen. Und dazu gehört jetzt eben nicht nur ein Opernhaus und eine gute Hochschule und ein paar Arbeitsplätze bei Daimler oder sonst wo, sondern eben auch eine lebendige Kulturszene. Und ja, also das war auch schon der Ansatz zu sagen, okay, wir brauchen das hier und das braucht auch politische Unterstützung. Das ist spannend deshalb, weil man könnte ja auch meinen, ein strategisch denkender Politiker, der schafft sich diese Themenbereiche drauf, weil das ist ja auch eine Klientel, auch eine Wählerklientel. So wie Sie es jetzt beschrieben haben, kommt es aber sozusagen aus Ihnen heraus. Also das ist schon absolut, ein Bestandteil, ja. den Sie tatsächlich leben. Das ist nichts Aufgesetztes oder da geht man mal nicht auf den CSD vorne auf den Wagen, damit das ein tolles Pressebild gibt, sondern genau. Das ist tatsächlich Bestandteil. Spannend. Ich habe eigentlich immer alles aus Überzeugung gemacht und authentisch, ne, muss ich sagen. Also anders kann man, glaube ich, Politik auch nicht machen, auch nicht in einem schwierigen politischen Umfeld wie Stuttgart. Ne? Und, aber natürlich, man kann das jetzt auch natürlich vor dem Hintergrund sehen, sind es mögliche Wähler, kann man als älter, bin jetzt vielleicht nicht älter, aber doch 51, ne? Kann man damit auch junge Menschen erreichen mit so einem Thema. Aber das ist dennoch sehr schwierig. Ne? Also es klappt dann nicht nur, weil man so ein Thema besetzt. Genau. Das hat dann schon noch andere Implikationen. Ja, gerade diese kulturelle Leidenschaft, die haben Sie ja schon von klein auf. Wir haben ja herausgefunden, dass Sie schon mit 10 Jahren das Orgelspiel gelernt haben. Das stimmt. Gehen Sie dem immer noch nach heute? Naja, also ich spiele noch, ich kann es auch noch. Ne? Ich kann auch durchaus komplexere Dinge noch spielen. Aber das Problem ist, ich habe mir damals mit 15 mein Erspartes und mit einem kleinen Zuschuss der Oma dann eine große Farfisa Hammond-Orgel gekauft, die hat damals, glaube ich, 15.000 Mark gekostet. Also das war so das Teuerste, was es damals so gab. Wow. Ja, mit allem drum und dran. Also die wiegt schon mal 200 Kilo, also die wiegt so viel wie ein Konzertflügel, dann nicht ganz so viel. Aber jedenfalls, man kann sie nicht so einfach transportieren. Und die steht jetzt tatsächlich immer noch bei meiner Mutter in Weilumdorf, weil ich habe eine Dachgeschosswohnung, wo sie einfach jetzt auch vom Stehen her keine richtige Wand her. Ja. Und tatsächlich, ja, also insofern komme ich leider nicht zum regelmäßigen Spielen, aber wenn ich zu Hause bin mal und mal Zeit habe oder an Weihnachten, dann spiele ich schon auch natürlich Orgel. Ich habe auch zwischendurch mal immer wieder auf Kirchenorgeln gespielt und ja, früher ja auch durchaus Konzerte gespielt oder bei Konzerten mitgewirkt, dann von der Schule aus. Und ja, es fehlt mir tatsächlich ein bisschen. Es war zeitlich einfach auch schwierig. Ne? Ich habe immer noch so die Idee, mir ein Cembalo zu kaufen, weil ich das auch sehr gern mag. Ne? Das werde ich irgendwann auch noch realisieren, aber vielleicht muss ich dann tatsächlich nochmal die Wohnung wechseln. Aber jedenfalls eine große Leidenschaft tatsächlich auch fürs Orgelspiel. Und ja, also ich würde gern mehr Zeit, ich würde auch gern regelmäßig in der Kirche spielen, wenn es gehen würde, aber klappt leider auch. Jetzt hat jedenfalls bis Herbst diesen Jahres nicht geklappt. Bevor wir hier weitermachen, das ist super spannend schon, machen wir am Anfang immer so einen kleinen Überblick, in dem wir kurz erklären, was Sprich Stuttgart ist und warum es uns gibt. Das ist eigentlich schnell gemacht. Es ist ein Podcast mit Persönlichkeiten aus Stuttgart oder die in Stuttgart leben und in Stuttgart etwas in Angriff nehmen, verändern, sich für die Stadt einbringen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund des Podcasts. Und er ist gleichzeitig ein Stück Ausbildung, denn Linda Fricke ist Teilnehmerin des Qualifikationsprogramms Moderation an der Hochschule der Medien
und lernt das Moderieren und das sozusagen heute live hier. Sie ist Masterstudentin und auch als Journalistin tätig. Schön, dass du da bist, Linda. Und wir haben natürlich viele Gäste schon gehabt und weil wir wissen, Herr Kaufmann, dass viele das erste Mal zuhören, weil Stefan Kaufmann heute zu Gast ist und die anderen noch nicht gehört haben, rattern wir einmal immer alle runter, die wir schon zu Gast hatten, um ein bisschen Lust zu machen auf weiteres Hören. Wir hatten zu Gast, und das ist jetzt alphabetisch geordnet, Cem Arat, Muhterem Aras, Irene Armbruster, Wieland Backes, Majoke Bräuning, Ines de Castro, Joachim Dorfs, Tobias Elsässer, Serkan Ehren, Astrid Fünderich, Erik Gauthier, Ulrike Groß, Moritz Hans, Philipp Hans, Christian Hermes, Timo Hildebrand, Andreas Hofer, Cornelia Hortz, Elisabeth Kabatek, Dieter Kraus mit Ulrich Wegenast, Christiane Lange, Bär Lesker, Meckes, Stefanie Meyer-Holz, Cornelius Meister, Johannes Miller, Frank Knopper, Amina Usman Dauda, Phyllis Retschber, Timo Seyer mit Axel Asfalk, Stefanie Schneider, Mini Schulz, Wolfgang Schorlau, Walter Sittler, Stefanie Stegmann und Stefan Wolf. Und wir freuen uns nach Ihnen, Herr Kaufmann, auf Sarah Dahme, Ingo Zamperoni, Katrin Att, Michael Blume oder Kai Gnifke. So, das war der Reigen. Fühlen Sie sich gut aufgehoben? Fühle mich gut aufgehoben. Ein paar kenne ich tatsächlich nicht persönlich. Mit ein paar bin ich sehr gut befreundet. Die meisten kenne ich natürlich auch. Einige Gäste, aber einer, der ist immer derselbe geblieben, der Host des Podcasts. Ich möchte gerne noch Stefan Ferdinand vorstellen. Er ist Professor an der Hochschule der Medien in Stuttgart für Journalistik und gleichzeitig auch Leiter des IMOS, des Instituts für Moderation, und natürlich der Initiator und kreative Kopf hinter Sprich Stuttgart. Schön gesagt, Lina. Freue ich mich sehr. Und wir haben ein festes Element in diesem Podcast und das geht so. Sprich Stuttgart. Ortsbeschreibung. Und da bitten wir unseren Gast, in dem Fall Sie, Herr Kaufmann, zu beschreiben, da sind Sie jetzt Reporter, wo wir hier gerade sind. Ja, wir sind im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart, das übrigens bestbesuchte Stuttgarter Museum. Sitzen hier im Raum der Namen, wo also Fahrzeuge stehen. Ja, schade, dass es jetzt kein Videopodcast genau. ist, sozusagen. Fahrzeuge, in denen Konrad Adenauer, Kaiser Hirohito oder auch Lady Di schon gefahren sind. Das erste Fahrzeug, das verkauft wurde von damals. Auch ein Bus vom Weltmeisterschaft. Genau. 1974. Also historische Fahrzeuge, die mit Daimler-Benz der Firma zu tun haben. Und ja, also schon das hier wäre einen Besuch wert natürlich. Aber es gibt natürlich auch viel mehr zu sehen. Aber ein wirklich, insofern auch historischer Ort in einem ganz tollen Museum und natürlich prägend für diese Stadt. Das, denke ich, doch prägendste Industrieunternehmen für Stuttgart und die ganze Region natürlich darüber hinaus. Und ja, ein Ort der Vergangenheit, aber auch der Zukunft. Und deshalb sind wir, glaube ich, heute hier. Deshalb habe ich den Ort ausgesucht. Ja, wir sind umgeben auch von politischer Geschichte. Und ja, jetzt gerade hat sich auch viel politische Geschichte zugetragen. Erst gestern wurde der neue Kanzler ins Amt gerufen und mit ihm die gesamte Regierung. Sie haben zugesehen von Stuttgart hier aus. Wie ging es Ihnen dabei? Ich habe ehrlich gesagt nicht mal zugesehen. es gab einen Moment tatsächlich, wo ich jetzt in den letzten Tagen ein bisschen Wehmut hatte. Das war der Zapfenstreich für die Kanzlerin, bei dem jetzt auch nur wenige persönlich da sein konnten. Hätte ich auch als nochmal gewählter Abgeordneter wahrscheinlich nicht persönlich dabei sein dürfen. Also ich habe es jetzt nicht live verfolgt, gestern die Amtsübergabe. Ich habe natürlich abends dann Tagesthemen geguckt. Ich hatte gestern den Workshop den ganzen Tag, wo ich gefragt war als Referent. Ja, aber natürlich ein bisschen Wehmut ist schon dabei. Aber ehrlich gesagt, vielleicht jetzt auch nochmal auf diese verlorene Wahl zu kommen. Es schmerzt natürlich weniger, wenn man ein Regierungsamt hat und dann nicht mehr gewählt wird und die Regierung auch wechselt. Ne? Mhm. Also es wäre jetzt schwieriger gewesen, wenn wir in der Regierung geblieben wären. Ich aber nicht mehr Mitglied des Parlaments und dann hätte ich vielleicht die Position trotzdem behalten. Aber wie auch immer, es war jetzt eben so, dass nach 16 Jahren wir für uns auch ein bisschen verschlissen hatten als Union. Insofern konnte ich jetzt auch den Wechsel akzeptieren, sage ich mal. Ne? Und die Kanzlerin hat 16 Jahre einen super Job gemacht.
Insoweit war das natürlich schon auch jetzt ein historischer Moment gestern natürlich. Und heute Morgen jetzt Bilder gesehen, wie sie aus dem Kanzleramt verabschiedet wurde mit Blumenstrauß und Applaus, der großen Applaus der Mitarbeiter, des Hauses. Also von daher, da ist schon ein bisschen Wehmut dabei. Ne? Aber ich konnte jetzt auch vielleicht besser, als ich selbst dachte, und manche andere auch Abstand gewinnen und da auch so einen Cut machen, muss ich sagen. Aber darf ich nochmal nachhaken, jetzt fernab von der politischen Bilanz der Kanzlerin, schon ihr Befinden? Also ich meine, so ein Parlament ist natürlich schon irgendwie etwas, wenn man Politik macht, ist das das Herz des Ganzen. Sie sind für die Demokratie eingestanden und sehen jetzt, wie da ein neuer Kanzler gewählt wird. Das ist mal unabhängig von der Parteiräson oder der politischen Farbe. Aber stellt man sich dann da nicht vor, Mensch, doch, da saß ich in der vierten Reihe, ja, hatte ich meinen Platz. Und natürlich, ich meine, was am Anfang, denkt natürlich an den ersten Tag zurück, wenn man selber ins Parlament kommt. Und das ist einfach was Großes. Ne? Man fühlt sich dann schon, hat schon so eine... Ja, so was Staatstragendes, was man dann so umgibt. Ne? Man wirkt jetzt mit an der Gesetzgebung und ist verantwortlich und ist toll Teil dieses Parlamentes und hat schon was natürlich. Und dadurch denkt man zurück an diesen ersten Moment, die eigenen Teilnahmen an Kanzlerwahlen. Ich war ja auch bei, glaube ich, 3 Bundespräsidentenwahlen dabei. Ne? Also ja, und natürlich auch Momente, dann, wo der Papst mal gesprochen hat und so weiter. Also es sind schon... Es sind schon Erinnerungen natürlich und natürlich schmerzt schon ein bisschen, dass man jetzt nicht mehr dabei ist, aber es schmerzt mich halt auch deshalb weniger, weil ich mich eigentlich schon gedanklich seit mindestens einem Jahr oder eigentlich länger mir eigentlich klar war, dass das dieses Mal nicht klappen wird mit der Verteidigung des Mandats aufgrund der Gesamtumstände und ja, das hat natürlich jetzt mit der politischen Konstellation zu tun. Das hat ja am Ende natürlich auch mit unserer Kandidatenauswahl zu tun. Aber das hätte jetzt unabhängig, auch mit dem anderen Kandidaten, wäre das diesmal nicht zu gewinnen gewesen, weil einfach das Thema Klimaschutz so mit dominant war. Der Herausforderer eben zwar 3-mal unterlegen war, aber dann doch jetzt ein starker Herausforderer war, keine Frage. Aber auch die Gesamtkonstellation einfach schwieriger war. Wir haben letztes Mal ja schon, hatte ich nur 3.000 Stimmen Vorsprung. Das war ja schon denkbar knapp. Genau, wir waren jetzt 10% unter dem Ergebnis vor 4 Jahren. Also die Grünen waren damals 6 stärkste Kraft. Also es war rein rechnerisch eigentlich nicht zu gewinnen, trotz allem, was man natürlich im Wahlkreis tut. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Da kommen wir drauf, sicher. Ja. Nein, aber insoweit hatte ich mich schon gedanklich eigentlich jetzt darauf eingestellt. Die einzige Frage war ehrlich gesagt, zieht die Liste oder zieht die Liste nicht? Kommt man vielleicht über die Liste dann noch rein? Aber da hatte ich die Wahrscheinlichkeit auch unter 50% gesehen. Das muss man vielleicht erklären, weil ganz ehrlich, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Das muss ich wirklich sagen, ich habe mir da keine Gedanken drum gemacht. Da sind Sie natürlich, das gehört zur Hausaufgabe, wer steht auf der Liste wo und wann kommt die Liste überhaupt zum Zuge? Ja, und dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist für die SPD, ist die Liste wichtig. Oder die anderen Parteien, für Sie jetzt in Baden-Württemberg oder für die CDU überhaupt gar nicht. Und das war mir so klar nicht, dass man im Prinzip entweder ganz oder gar nicht ins Rennen geht. Ne? Also. Ja, das ist letztlich eben so durch das Wahlrecht, weil wir eben doch die allermeisten Wahlkreise gewinnen. Direkt und genau. Und die Liste zieht ja eigentlich nur dann, wenn eben jemand nicht direkt gewählt wird. Also bei den Niedersachsen, Parteien. In Niedersachsen wären Sie wahrscheinlich eher reingekommen. Genau, oder? Ja, genau. Da hätte es auf jeden Fall gereicht mit Platz 2. Nein, also insofern durch das Wahlrecht ist es jetzt eben so, das war früher ja auch anders, dass man eben nachrücken kann. Und ich bin jetzt auf Platz 2, also der zweite Nachrücker. Das heißt, ach, das jetzt, aber schon. Das schon. Okay. Also das heißt jetzt, wenn jetzt 2 Kolleginnen und Kollegen von den 33 aus Baden-Württemberg, CDU-Kollegen, dann irgendwie sich beruflich verändern oder doch mal aus irgendeinem Grund aus dem Parlament ausscheiden, dann werde ich auch nachrücken sofort. Ich gehe auch ehrlich gesagt davon aus, dass das passieren wird in den nächsten 4 Jahren. Aber es ist natürlich erstmal nichts, mit dem man damit planen kann. Kann man nicht planen. Ich kann jetzt auch nicht zu Hause sitzen. Ja. Gut, ich kriege Übergangsgeld 1 Jahr lang. Also man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, jetzt mache ich ein Jahr lang nichts und warte mal. Hoffe darauf, dass ob der einer Wolfgang Schäuble vielleicht, oder Wolfgang Schäuble vielleicht doch mal sagt. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es passiert, aber man kann es nicht planen. Und deshalb geht mein Blick jetzt eben tatsächlich raus aus der Politik erstmal. Im Wahlkreis 2, da hat es ja tatsächlich ein CDUler geschafft. Sehen Sie es dann doch als persönlichen Wettkampf zwischen Ihnen und Cem Özdemir, der dann eben einfach nicht so funktioniert hat, wie Sie es sich gewünscht hätten?
Nein, das ist einfach ein anderer Wahlkreis. Ne? Stuttgart 1 war immer der schwierigste Wahlkreis. Man muss sich mal anschauen, der Cem Özdemir hatte schon letztes Mal bei der letzten Wahl, da hat ja auch die Anna Christmann im Nordwahlkreis kandidiert, 15% mehr. Ne? Weil er 10% über dem Zweitstimmenergebnis der Grünen war, damals schon. Und die Anna Christmann ungefähr gleich. Ne? Und das Zweitstimmenergebnis der Grünen war schon vor 4 Jahren 5% bei mir über dem Wahlkreisergebnis im Nordwahlkreis. Also insofern war das eben rechnerisch schon klar. Ne? Und es war letztes Mal, der Abstand von CDU zu Grünen war ja letztes Mal viel deutlicher im Nordwahlkreis. Und dazu hin kam jetzt noch, Entschuldigung, wenn ich jetzt viel ausführlich werde, aber nein, wir haben die Zeit, das ist ja das interessant. Ja. Wenn Sie mal schauen, im Nordwahlkreis, den hatte ja sehr lange Zeit die SPD gewonnen. Das ist ja so eigentlich so ein klassischer Arbeiterwahlkreis, ja. Ne, wo eben Daimler, Porsche und so weiter die Werke haben, wo früher die SPD sehr stark war. Mit einem, ja, natürlich Aufstieg auch vieler Arbeiter jetzt. So die Mittelklasse hat die SPD stark verloren. Und witzigerweise jetzt mit diesem Scholz-Hype, sag ich mal, zum Ende dann zur Wahl hin, hatte der Kollege Dejan Pertsch dann tatsächlich 20% bekommen, Erststimmen. Auch mit diesem, hat er auch Wahlkampf damit gemacht, dass er Hauptschüler war und jetzt doch noch ins Parlament kommt. Ja, ne? Die Klientel natürlich. Hatte tatsächlich. Ja. Und ja. Also er hat doppelt so viele Erststimmen wie die Kandidatin der SPD in meinem Wahlkreis. Ne? Die war bei ungefähr 10%, da war bei fast 20%. Und das sind natürlich die Stimmen, die der Christmann am Ende gefehlt haben und die dem Max geholfen haben. Der Max hat ja am Ende nur knapp 2% mehr Erststimmen gehabt als ich. Ne? Aber halt kein Özdemir als Gegner. Ne? Das ist einfach insofern, also der Wahlkreis, mein Wahlkreis war immer schwieriger und Cem Özdemir ist natürlich letztlich halt der populärste Grüne. Ne? Man hat ja auch gesehen, wie viele sich jetzt dafür eingesetzt haben, dass er Minister wird. Mhm. Ne? Ist ja schon interessant und ich kenne sogar einen oder anderen CDUler, oder CDU-Wähler, der ihn gewählt hat. Ne? Mhm. Also insoweit, Schmerzen tut mich ein bisschen, dass das Ergebnis so hoch war, muss ich sagen. Weil sich natürlich nicht abbildet, was sich eigentlich abbilden sollte bei der Erststimme, dass man ja den Kandidaten wählt, der direkt gewählt ist, für den Wahlkreis was macht. Und da glaube ich, ist schon klar, wer mehr für Stuttgart getan hat. Ne? Und dass halt gar nicht zählt, dass jemand vor Ort ist und halt überall da ist und sich kümmert. Und Cem Özdemir im Übrigen ja auch nicht in Stuttgart wohnt, sondern in Berlin und auch nicht nach Stuttgart ziehen wollte, noch nie ziehen wollte. Das ist dann schon ein bisschen irritierend. Jetzt komme ich nochmal zum Wahlrecht zurück. Und weil natürlich viele einfach gar nicht wissen, dass Cem Özdemir ohnehin im Parlament gewesen wäre, weil er Platz 1 der Landesliste war, also auch wenn er nicht direkt gewählt worden wäre. Aber ich halt aufgrund des Wahlrechts tatsächlich in dem Fall direkt gewählt werden musste, um wieder reinzukommen. Ne? Das ist dann schon bitter, ja. Das ist natürlich jetzt, manche waren nur überrascht, ich dachte, du bist auf jeden Fall drin, sage ich nein. Ihr hättet mich dann schon wählen müssen, ehrlich gesagt, wenn ich weiter hätte was für Stuttgart tun sollen. Ich habe das aber auch gedacht. Ja, gut, das ist, genau. Ist auch ein bisschen komplex. Und ja, ja. Das kann man jetzt natürlich auch nicht, das kann man im persönlichen Gespräch natürlich dann erläutern, ja, aber ja. Das kann man ja schlecht im Prospekt oder das ist alles klar, man komplex, kann das nicht, ne? Genau. Schwierig für die Kommunikation. Ja, genau. Also insoweit waren das manche schon überrascht, weil sie sicherlich sagten, Mensch, oder viele sagten, Mensch, der Özdemir ist ja ein guter, ich meine, ich schätze ihn auch, er hat die Themen, die wichtig sind, dann natürlich auch jetzt in der Richtung Türkei-Politik da immer aus meiner Sicht sehr deutlich und richtig auch Position bezogen und hat natürlich auch Themen, die wichtig sind und besetzt die auch sehr eloquent, ne? Also soweit, ich schätze ihn als Politiker auch, aber wenn man eben schaut, den Wahlkreis, wer vertritt den Wahlkreis in Stuttgart, gab es denn viele Begegnungen während des Wahlkampfs mit ihm dann hier im Wahlkreis, eigentlich, wenn Sie es so beschreiben, weil er wir werden ihn sicher irgendwann auch hier mal zu Gast haben, dann kann er das ja aus seiner Perspektive auch erzählen, aber tatsächlich war er immer wie soll ich das sagen, also reingeschneit ist der falsche Ausdruck, aber so präsent wie Sie jetzt kam er mir jetzt nicht vor. Aber er hatte natürlich diesen Wahnsinnsbonus. Ne? Klar, ja, die mediale Aufmerksamkeit war ja immer noch öfters auch in Talkshows zu Gast und ist natürlich sicherlich der prominenteste Grüne immer noch, jetzt natürlich neben Habeck und Baerbock jetzt, ne? Aber er war tatsächlich nicht oft hier, er kam immer wieder mal jetzt während der Legislaturperiode, hat ein paar Termine gemacht. Ne? Im Wahlkampf sind wir uns, glaube ich, nur 2 oder 3 Mal begegnet, weil natürlich
diesmal auch weniger Podiumsdiskussionen vor Ort live stattgefunden haben. Ach so, ja. Aber ja, klar. Da sind wir uns, glaube ich, zwei oder dreimal begegnet. Gut, wobei also, muss man jetzt, also ich will jetzt hier kein Bashing betreiben, aber wirklich nicht. Aber ich glaube, dass das für viele Politikerinnen und Politiker natürlich gilt, die in verantwortlicher Position sind, die können den Wahlkreis natürlich nicht so bedienen wie andere. Also ich glaube, das ist einfach auch der Tag hat 24 Stunden und man muss das wahrscheinlich irgendwie auch aufteilen. Absolut. Nein, und wir waren natürlich auch immer überregional gefragt, präsent, wie ich jetzt ja auch mit meiner neueren Funktion dann als Beauftragter, habe das ja dann auch erlebt, ich auch in Deutschland kreuz und quer in Europa und sonst wo rumgereist und war in Württemberg, also dann kann man nicht immer nur vor Ort sein. Mhm. Ich hatte das ja auch in der Zeit der 12 Jahre, dass ich natürlich im Laufe der Zeit immer mehr Ämter, Funktionen übernommen habe. Und gut, dann kam die Pandemie dazu, dann war es sowieso schwierig, jetzt Menschen zu begegnen. Aber es war natürlich auch Teil jetzt dieses Wahlkampfes, dass diesen Vorteil, den ich ja immer hatte, dass ich vor Ort sein konnte, dass ich auf Vereinsfesten war, dass ich die Menschen halt einfach persönlich präsent, getroffen habe, gesagt, Mensch, Kaufmann ist auch wieder da. Mhm. Manchmal war ich gar nicht da, aber die Leute meinten, sie hätten mich gesehen, weil ich halt die letzten fünf Jahre... Dann hat man es doch geschafft, oder? Aber das war diesmal natürlich auch alles schwieriger. Das hätte jetzt am Ergebnis nichts geändert. Der Abstand war so groß. Ich meine, ich sage immer, ich hätte jetzt nackt auf dem Marktplatz tanzen können. Das hätte nichts geändert an dem Ergebnis. Ne? Ich hätte auch noch mal vier Monate lang Haustürwahlkampf machen können. Das hätte wahrscheinlich auch nichts geändert. Ne? Insoweit, das war jetzt einfach von der Arithmetik her. Man kann als Kandidat schon natürlich noch ein paar Stimmen rausholen, aber ich kann keine Differenz von 12 oder 15% Das geht nicht. Das heißt, die Probleme lagen nicht primär im Wahlkreis, sondern die Bundesebene, die Landesebene, die hat sich da auch auf Sie dann ausgewirkt. Genau, ich bin jetzt sozusagen ein Opfer der allgemeinen politischen Lage gewesen. Aber wie gesagt, das war mir jedenfalls klar. Viele haben es nicht so richtig, ich habe immer gesagt, ich habe im Freundeskreis immer gesagt, ich werde das diesmal nicht gewinnen. Ah, natürlich gewinnst du das. Mhm. Gut, da muss man ein bisschen schauen, dass man sein näheres Umfeld jetzt nicht demotiviert. Auch natürlich das Wahlkampfteam und alle, wenn man sagt, du, das gewinnen wir eh nicht. Ne? Muss man schon manchmal den Eindruck vermitteln, dass man selber dran glaubt. Aber ganz ehrlich, also es war nicht... Also deshalb, wie gesagt, ich war jetzt am Wahlabend auch sehr gefasst, weil alles andere wäre jetzt doch sehr, sehr überraschend gewesen. Mhm. Dürfen wir trotzdem das Umfeld nochmal kurz konkretisieren, weil das natürlich interessant ist. Ja. Ich frage es mal so rum, mit Herrn Merz hätte es funktioniert? Mit Herrn Merz hätte es, denke ich, auch nicht funktioniert. Hätte vielleicht tatsächlich mit Herrn Söder insoweit besser funktioniert, dass wir stärkste Partei geworden wären. Das glaube ich in der Tat. Mhm. Aber jetzt ist halt schon Markus Söder jemand, also bei dem nicht nur ich, auch andere sich fragen, ob die charakterlichen Eigenschaften ihn jetzt gerade zum Bundeskanzler prädestinieren, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ne? Und deshalb ist natürlich das eine, und das war ja auch eine ganz offene Diskussion, also ja, dann auch öffentlich gemachte Diskussion in der Fraktion. Ne? Die Kollegen sagten, naja, was hilft mir jetzt, wenn der Armin Laschet ein netter Kerl ist und charakterlich integer, wenn wir mit ihm die Wahl verlieren. Ne? Dann doch lieber einen, der vielleicht schwierig ist, machtbewusst und natürlich auch bayerische Interessen mal im Vordergrund sieht, aber wir gewinnen die Wahl. Ne? Und dann gucken wir nachher, wie es läuft. Und das war letztlich die Konfliktlinie in der Fraktion, die ja dann letztlich in dieser denkwürdigen Sitzung, wo ein Bildjournalist jede einzelne Äußerung eins zu eins getwittert hat, dann auch offenbar wurde und wo ich wirklich einer dieser Momente, wo Politik dann keine Lust mehr macht, wo ich dann sage, ja, was soll das jetzt? Ne? Also jeder, der sich jetzt hier zu Wort äußert, macht sich doch letztlich nur zum Deppen. Ne? Macht öffentlich, für wen er ist. Und das wird am Ende sowieso nichts ändern. Ne? Weil klar war auch immer, solange Armin Laschet nicht freiwillig zurückzieht, wird er Kanzlerkandidat. Und diese Taktik von Söder, ihn möglichst großartig zu beschießen von allen Seiten und ihn zum Rückzug zu bewegen, um dann nachher der Kanzlerkandidat zu werden, das ist offensichtlich gescheitert und hat uns natürlich nachhaltig geschadet. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, hätte Bayern und Söder anders agiert und hätte sich von Anfang an auch hinter ihn gestellt, hätte das Votum akzeptiert, dann hätte man die Wahl auch mit Laschet gewinnen können. Das wird man nie wissen. Ne? Mhm. Jedenfalls auf der Straße, das muss man ganz deutlich sagen, war die Stimmung eindeutig. Ne? Das, da war einfach mit Armin Laschet jetzt nichts zu gewinnen. Und das hat jetzt viele Gründe.
Ja, aber ich meine, die Stimmung war eben ganz anders als 17 mit Merkel, wo viele gesagt hatten, also ich wähle nicht CDU, aber Merkel finde ich toll. Ne? Und diesmal war es halt so, ich habe immer CDU gewählt, aber Armin Laschet geht gar nicht. Ne? Also das waren so ein bisschen der typische Satz, mit dem also 80% der Gespräche dann begonnen haben. Ne? Jetzt habe ich ein bisschen kryptisch mit den Herrn Merz ins Spiel gebracht, schon aus dem Grund, weil die Landes-CDU, ich habe sozusagen zwei Schritte auf einmal gemacht, sich ja sehr klar für Herrn Merz ausgesprochen hatte. Und wir ja jetzt wieder, oder die CDU ja jetzt wieder in der Situation ist, diesmal ist es aber alles ein bisschen anders gelagert. Das würde ich gerne mal von Ihnen eingeschätzt wissen. Erstens, war es schlau von der Landes-CDU, sich auf Merz festzulegen? Und wie sehen Sie, das sind zwei große Fragen, wie sehen Sie den Prozess jetzt, wo er ja wieder kandidiert, aber die Modalitäten ganz anders sind? Also ich finde, wenn man Befragungen hat und Mitglieder voten, dann braucht es kein Votum eines Landesvorstandes oder Landesverbandes, das auch nicht abgestimmt ist mit den Mitgliedern. Braucht es auch keine Empfehlung. Es gab ja auch mehrere Empfehlungen im Vorfeld. Und die Mitglieder wissen dann schon selber, was sie tun sollen. Ne? Ich gehe davon aus, dass Friedrich Merz bei dieser Befragung jetzt als Sieger hervorgeht. Finde aber auch, dass er eigentlich so mit seiner Art, wie er Politik denkt, versteht und kommuniziert, eigentlich 10 Jahre zu spät ist. Ne? Darf das 3 Anläufe brauchen? Das muss der Kandidat und diejenigen, die ihn dann unterstützen, selber wissen. Ja. Aber da kann man ja schon ein bisschen heraushören. Oder ich frage mal anders. Sie haben ja jetzt, Sie sind gezwungenermaßen jetzt aufgefordert, jüngeren Platz zu machen. Gleichzeitig nehme ich aber wahr, das machen Sie auch durchaus bewusst und gar nicht mal ungerne. Andererseits gibt es aber Strömungen in der Partei, die einen anderen Weg gehen und Herr Merz steht dafür. Ja, also gut, es ist ja nicht nur das Alter. Es kommt natürlich jetzt auch dazu, ich kenne natürlich Helge Braun schon sehr lange, weil ich mit ihm zusammen jetzt halt auch diese Zeit im Bundestag erlebt habe und natürlich auch seinen Aufstieg jetzt verfolgt habe. Norbert Röttgen, wir verstehen uns persönlich einfach auch sehr gut. Ich schätze ihn auch. Ich habe jetzt nicht diese NRW-Brille, wo er ja durchaus umstritten ist aufgrund seiner wie er das damals gehandelt hat, sage ich mal, rund um seine Kandidatur. Ich schätze ihn einfach als Mensch. Ich glaube, er hat den richtigen politischen Kompass. Es geht jetzt nicht nur um Personen, es geht ja auch um Richtungen. Ne? Und diese Richtung, die jetzt eben ein Teil der CDU einschlägt und damit dabei eben auf Friedrich Merz hofft, das ist aus meiner Sicht eben eine, ich will jetzt nicht sagen Sackgasse, aber ich glaube, es trägt nicht auf Dauer. Und deshalb ist gar nicht mal eine Frage des Alters, es ist einfach eine Frage der politischen Verortung. Und die ist bei Friedrich Merz einfach deutlich konservativer, als jetzt bei Helge Braun oder Norbert Röttgen ist. Ne? Und ich sehe die CDU eben als Partei der Mitte. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt an diesem konservativen Rand Stimmen zurückholen. Ich glaube vor allem nicht, dass wir ehemalige AfD-Wähler hier in großem Maße wieder zurückholen. Ich sehe schon, dass wir Wähler ins Nichtwählerlager auch verloren hatten, die tatsächlich jetzt mit diesem sehr mittigen liberalen Kurs der Kanzlerin Probleme hatten. Und das hat sich natürlich verstärkt 2015 mit der Flüchtlingskrise, als ja wirklich dann auch eine Front durch die Partei ging. Und das hat sich seither ehrlich gesagt auch nicht wirklich völlig gelegt. Also wir haben immer noch natürlich einen Teil, der seit 2015 ganz massiv eben auch dann Richtung Werteunion und gegen diese merkelsche Politik der Mitte dann agiert hat. Und ja, das ist jetzt eben der Teil der Partei, der gerade etwas Oberhand zu gewinnen scheint. Das war im Übrigen in Stuttgart auch nicht so viel anders. Also es haben sie jetzt nicht die Oberhand, aber es gibt natürlich Mitglieder, die dann schon sehr deutlich sich hier auch kritisch positioniert haben und natürlich viel Sympathie Richtung Werteunion. Und ja, das sind jetzt Richtungsfragen, die man hier diskutieren muss. Kann man die denn überhaupt lösen? Das frage ich mich immer. Ist das machbar? Also nehmen wir mal Stuttgart als Beispiel. Sie haben sich ja da auch positioniert und gesagt, wir sind in den Städten und Stuttgart als größte Stadt in Baden-Württemberg eigentlich nicht zeitgemäß aufgestellt, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Das spricht ja genau für diesen Richtungsstreit, will ich es nicht nennen, sondern das ist ja eine Kulturfrage. Natürlich, also es spiegelt sich dann in den Wahlergebnissen, die wir halt in den Städten haben, dass halt die Partei doch für viele einfach ein liberales oder wie auch immer ein aufgeschlossenes Bürgertum, das natürlich auch
gut saturiert ist, ne? Wirtschaftlich unabhängig, erfolgreich, ne? Offensichtlich nicht mehr attraktiv ist. Ne? Es gibt in Berlin, also ich wohne in Berlin in Mitte, in Grenze zu Prenzlauer Berg, oder auch hier im Stuttgarter Westen, Süden, da gibt es Menschen, da ist nicht wenige Menschen, ne? Für die ist CDU gar keine Option mehr. Ne? Also da sind wir als Partei einfach gar nicht mehr wählbar. Präsent. Also das ist eine, da sehen wir nicht im Spektrum der Parteien, die sie sich als Wahlentscheidung vorstellen könnten. Und das finde ich schon schwierig. Ne? Und das hat jetzt Gründe, das kann man eben als Kandidat da auch nur bedingt auffangen. Ne? Und da zählt natürlich dann die Bundes- und die Landespolitik viel stärker und Personen, die uns halt da vertreten. Insofern schwierig natürlich, dass so, auch deshalb, weil ich jetzt natürlich in diesem städtischen Wahlkreis hier Verantwortung trage und für eine städtische CDU Verantwortung getragen habe, hat mich das natürlich sehr bewegt. Ich hatte ja auch immer tatsächlich das angemahnt, dass wir eben auch vom Auftreten her, aber auch von unseren Positionen her, gesellschaftspolitisch, ne, einfach uns, sage ich mal, zeitgemäß aufstellen müssen. Ne? Und die Gegenposition ist eben, naja, das hilft uns ja in den Städten offensichtlich nicht, dieser Kurs der Mitte, den Angela Merkel angefangen hat, und wir verlieren auf dem Land zu viel. Ne? Aber mittlerweile hat ja die letzte Landtagswahl auch gezeigt, wir verlieren halt auch auf dem Land. Ne? Das ist ja kein städtisches Phänomen, wir verlieren ja gerade überall, ne? Weil diese Entwicklung natürlich jetzt auch die Großräume und auch irgendwann die ländlichen Räume erreichen. Ne? Und insofern muss uns das schon zu denken geben. Also insoweit ist natürlich jetzt diese Personalentscheidung von den Bundesvorsitzenden schon eine sehr wichtige Entscheidung. Aber ehrlich gesagt, für mich jetzt auch nur, wer auch immer das wird, ein Übergangskandidat. Also das wird jetzt eine Zeit des Übergangs, glaube ich, die nächsten Jahre. Und da wird es dann auch nochmal Disruptionen geben. Inwiefern? Ja, ich glaube einfach, dass der nächste Bundesvorsitzende jetzt nicht sehr dauerhaft im Amt bleiben wird. Ne? Weil sich zu viel in der Partei tut? Ja, weil sich jetzt natürlich auch, ja, weil diese Diskussionen natürlich weitergehen werden und weil auch in Friedrich Merz, fürchte ich, wenn er dann gewählt wird, eben mit dem Kurs jetzt nicht die ganze Partei hinter sich bringen wird. Mhm. Und ja, ich hoffe es nicht, dass so eine Phase wird, wie sie die SPD hinter sich hat. Das wollte ich gerade sagen. Im Prinzip verziehen Sie gerade das nach, was die SPD in den letzten Jahren durchlebt hat. Ne? Also das ist durchaus die Gefahr, die wir da sehen müssen, klar. Also ich wünsche mir natürlich, dass wir jetzt unseren hinter dem Vorsitzenden dann versammeln. Klar, dass auch jeder dann auch seine persönlichen Eitelkeiten dann zurückstellt. Aber natürlich muss man trotzdem nochmal über die Ausrichtung dann diskutieren. Das soll ja wir haben ja diesen Grundsatzdiskussionsprozess, haben wir ja dann eigentlich gestoppt. Ja. Irgendwann während der Pandemie, das soll jetzt ja neu aufgesetzt werden. Da ist jetzt der Carsten Linnemann dafür vorgesehen. Ist natürlich jetzt auch wieder eher ein Vertreter des wirtschaftskonservativen Flügels, sage ich mal, muss man eben schauen, wo das dann am Ende rausläuft. Ne? Aber natürlich jetzt die Wahl eines Vorsitzenden wird jetzt nicht diese inhaltlichen Diskussionen beenden. Und die werden weitergeführt. Und ist die Frage natürlich auch des Stils, wie man die Diskussionen führt. Man sollte vor allem jetzt nicht immer, nicht jede Gremiensitzung öffentlich führen. Und da fängt es natürlich mal an, dass auch wirklich Sitzungen vertraulich bleiben. Und da haben wir schon noch einige jetzt Baustellen auch zu bearbeiten. Also diese, und wie bewerten Sie jetzt die Wahl, also diesen Partizipationsprozess? Das ist ja eigentlich auch extrem ungewöhnlich. Das machen Sie jetzt in der CDU auch zum ersten Mal. Ich habe so ein bisschen in der Draufsicht das Gefühl, man delegiert das Problem ein bisschen weg, weil man selber diese gespaltene Situation nicht in den Griff kriegt. Jetzt sollen mal die Mitglieder her. Bei der SPD war das ja durchaus ähnlich im vergleichbar. Gut, ich meine, die Parteien haben sich schon verändert. Ich hatte ja auch damals, als ich 2011 gewählt wurde, dann hier als Kreisvorsitzender, war ja auch ein zentrales Thema damals gewesen von der Delegiertenpartei zur Mitgliederpartei. Also wir haben ein Delegiertensystem, wie manche Kreisverbände immer noch, also dass eben auf die Landesparteitage, aber auch auf die Kreisparteitage dann nur gewählte Delegierte kommen können. Also das heißt, ein Ortsbezirk Weilimdorf oder Sillenbuch wählt je nach Größe der Gruppe dann auf 10 Mitglieder einen Delegierten und der darf dann auf den Kreisparteitag, wo dann entsprechend die Personalentscheidungen getroffen werden, wo der Kreisvorsitzende gewählt wird, wo die Mandatsträger gewählt werden, also die Kandidaten für die Bundestags und so weiter.
Das hat natürlich irgendwann vielen Mitgliedern nicht mehr gefallen. Die sagen, warum soll ich hier dabei sein, wenn ich am Ende nur den Delegierten wählen darf, aber nicht mitwählen darf, wer dann der Kreisvorsitzende wird oder Bundestagskandidat. Und diese Diskussion hat ja dazu geführt, dass wir dann auch tatsächlich seit 11 dann das geändert haben mit meiner Wahl. Und mittlerweile, glaube ich, bis auf 5 Kreisverbände oder 4 in Baden-Württemberg fast alle. Also dieser Wunsch nach Mitwirkung, mhm. Jetzt auf Kreisebene und dann natürlich mehr, auch, denn da konnte man jetzt nicht mehr dagegen halten. Mhm. Und das hat sich jetzt natürlich auch auf Bundesebene dann fortgesetzt, dass man sagt, okay, warum sollen wir eigentlich nicht mitentscheiden dürfen? Und das ist einfach jetzt auch diese Entwicklung der letzten Jahre gewesen. Da wird sich jetzt jede Partei schwer tun, da zurück zum Delegiertensystem oder jedenfalls jetzt diese Entscheidungen nur noch im Bundesvorstand zu treffen und dann nur noch einen Parteitag bestätigen zu lassen. Ja. Insoweit, wir haben es in Baden-Württemberg ja auch gemacht. Wir haben ja auch in Stuttgart schon solche Befragungen gehabt über einen OB-Kandidat. Natürlich ist immer die Gefahr, dass der unterlegene Teil der Partei dann eben sich dann schwer tut und dann einfach sagt, okay, dann ist es nicht mehr unsere Richtung, jetzt machen wir nicht mehr mit und so weiter oder ziehen uns zurück. Das ist eben die Gefahr. Ne? Und natürlich auch die Art und Weise, wie so eine Auseinandersetzung jetzt geführt wird. Ich finde, da haben wir gelernt jetzt. Also ich fand jetzt schon, die letzte Befragungen sind also sehr fair gelaufen. Also auch jetzt der Umgang unter den Kandidaten, auch wie so kommuniziert wird. Also ich finde, da haben wir jetzt schon auch als Partei gelernt, dass jetzt nicht die, oft sind es ja dann nicht die Kandidaten selber, sondern die Truppen. Ne? Jeder hat ja sein Team und seine Mitstreiterinnen, die dann natürlich zum Teil dann auch versuchen, dann über entsprechende Kampagnen auch, sag mal, oder versucht haben, in früheren Zeiten dann auch persönlich zu diskreditieren. Das war ja gerade hier in Baden-Württemberg, Auseinandersetzung Oettinger-Schawan damals ja schon fast ein bisschen ein Tiefpunkt, der dann auch lange nachgewirkt hat. Ja, das war wirklich quasi traumatisch. Mit persönlichen Verletzungen dann auch. Und das hat sich schon, finde ich, jetzt verändert. Also ich finde, das kommt jetzt so nicht mehr vor. Ne? Also da hat sicherlich auch die Partei, haben alle gelernt, ne? Dass man zumindest jetzt das Ganze fair macht und und dann eben eine Entscheidung kommt, aber dann eben keine Verletzungen zurückbleiben. Mhm. Ne? Klar, dass der eine Teil dann eben immer sagt, okay, ich hätte mir jetzt ein anderes Ergebnis gewünscht, das ist klar. Ne? Und Diskussionen, wie gesagt, werden auch nicht aufhören, aber dass man eben respektiert, dass jetzt eben einer demokratisch hier gewählt wurde von der Mehrheit der Partei. Und dass man dann zumindest eben die Diskussionen dann eben auch sachlich führt und dann schon auch akzeptiert, dass eben jetzt einer mal gewählt wurde. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass der Kandidat jetzt der Kandidat für die nächsten 10 Jahre wird, der jetzt gewählt wird. Ne? Fehlt es da an einem Kandidat aus dem Süden, insbesondere aus Baden-Württemberg? Jetzt, wenn wir uns anschauen, woher die Kandidaten kommen, dann lässt sich da ja eine Gleichheit feststellen. Ja, diese Dominanz jetzt natürlich von Nordrhein-Westfalen, jetzt mit Hessen noch dazu, mit dem Helge Braun, aber ist natürlich schon etwas irritierend gewesen, ne? Dass jetzt wirklich gar niemand aus anderen Bundesländern da seinen Hut in den Ring wirft oder auch für viele gar nicht in Betracht kommt, dass jetzt alles NRWler sind, auch... Ja, es gab ja auch noch mehr interessanten Kandidaten. Und also, dass also NRW da immer so dominant ist, ne, das ist schon etwas irritierend. Aber hat natürlich schon auch damit zu tun, dass wir es in den letzten Jahren nicht mehr geschafft haben, in Baden-Württemberg bundesweit sichtbare Personen hervorzubringen, denen man zumindest auch zutrauen würde. Ne. Gilt es aber nicht nur für Baden-Württemberg, muss man mal sehen, wenn man jetzt eben die Ministerpräsidenten Riege sich anschaut. Früher waren das ja immer potenzielle Kanzlerkandidaten. Ne? Jetzt auch mal unsere anschaut, aber auch die anderen Parteien, das sind einfach andere Persönlichkeiten. Ne? Das sind oft jetzt Persönlichkeiten, denen man schon zutraut, Landesvater zu sein, Landesmutter, aber wo man irgendwie den Sprung jetzt vom Land in den Bund irgendwie nicht so sieht. Ne? Das finde ich schon ganz spannend. Also das gilt jetzt ja auch von Hasselhoff oder in Bouffier, wo man auch irgendwie nicht so denkt, das ist jetzt der geborene Kanzlerkandidat oder Bundesvorsitzende. Ne? Das ist schon, also trifft jetzt nicht nur Baden-Württemberg, sage ich mal, aber natürlich als Baden-Württemberger sieht man das noch etwas deutlicher und schmerzt dann natürlich auch etwas mehr, weil wir ja früher schon tatsächlich bundespolitisch eine andere und eine wichtige Rolle gespielt haben. Das ist sicherlich so.
Also Sie haben mal, das habe ich mir rausgeschrieben, weil ich das beeindruckendes Zitat fand, die Landes-CDU hat sich verzwergt, haben Sie sogar mal formuliert. Also das steckt ja da auch ein bisschen mit drin. Was meinen Sie mit verzwergen? Naja, gut, also liegt es halt an der fehlenden Persönlichkeiten, fehlenden Personen, die da diesen... Wir sind natürlich jetzt immer kleiner geworden. Ne? Also einfach die Bedeutung, die wir früher hatten, auch bundespolitisch, auch in der Fraktion im Übrigen, das hat sich schon deutlich verändert. Und natürlich, wir haben jetzt nicht mehr diese starken Wahlergebnisse. Früher mit über 40% hat man natürlich auch was auf die Waage gebracht, hat natürlich auch dann der Landesvorsitzende, der Ministerpräsident entsprechendes Gewicht. Seit diesen Koalitionen jetzt mit den Grünen sind wir ja noch schwächer jetzt geworden in der letzten Regierung. Also nicht geschafft, uns da auch in der Regierung zu profilieren, sage ich mal. Ja, also das meine ich jetzt mit verzwergt. Ne? Und es hängt natürlich auch mit Personen zusammen. Jetzt ganz interessant in dieser Wahl, in dieser Bundestagswahl, etwas Aufwind für Baden-Württemberg, weil wir durch die Gesamtkonstellation, weil eben die SPD jetzt doch stärkste Partei geworden ist, dann weniger Wahlkreise verloren haben. Und natürlich jetzt der Landesverband sind mit den meisten Direktmandaten. In vielen anderen Landesverbänden haben ja die SPDler deutlich mehr Direktmandate gewonnen. Insofern ist Baden-Württemberg da jetzt natürlich etwas gestärkt, weil wir innerhalb der Fraktion natürlich sehr viele direkt gewählte Kolleginnen und Kollegen haben. Also insoweit jetzt eine gewisse Stärkung auch. Und man sieht es ja auch so ein bisschen jetzt in den Fraktionen, in den Besetzungen, die demnächst kommen. Und im Übrigen auch in der Ampelregierung jetzt haben wir fast doppelt so viele Staatssekretäre wie bisher. Ne? Das ist auch ganz interessant. Jetzt nicht als CDU, aber als Baden-Württemberg. Das ist mal die gute Botschaft. Man muss es sich manchmal auch schön rechnen. Ja, genau. Ja, genau. Wir können dieses Thema Politik, zur OB-Wahl kommen wir gleich noch. Da sind wir ja mehr bei Stuttgart. Aber wir können das Thema Politik gerne originell abschließen, weil wir uns überlegt haben, also jetzt sind Sie zwar nicht mehr im Bundestag, aber hier in diesem Daimler-Museum dürfen Sie sich jetzt mal als Kanzler fühlen, weil wir haben nämlich dieses Auto hier, diesen Mercedes da stehen, das ist der Adenauer-Mercedes, also mit dem Adenauer bis zum Schluss, das ist sein letzter, ist er damit rumgefahren. Er ist damit auch noch, oder wurde chauffiert, er ist ja nie selbst gefahren, er hatte, glaube ich, gar keinen Führerschein, worden in seinem privaten Wohnsitz bei Königswinter. Deswegen trägt er das Kennzeichen SU, das steht für Siegburg. Ja. Und das Tolle ist, das Mercedes-Benz-Museum hat uns, Grüße und ein Dankeschön geht raus, hat uns das nämlich ermöglicht gemacht, dass Sie, Herr Kaufmann, im Fond dieses Mercedes jetzt Platz nehmen dürfen und sich als Kanzler fühlen dürfen. Wenigstens einmal ganz einmal, kurz. Ja. Ja, einmal, das machen wir jetzt mal. Genau, dann stehen wir doch mal auf und Sie dürfen zu diesem wunderbaren Fahrzeug gehen. Müssen wir die Kopfhörer ausziehen? Der Fond hinten ist offen, genau. Dürfen Sie also jetzt hier mal hineinsetzen? Genau, es ist sehr weich gefedert. Er hat hinten Platz genommen. Wir können einen Blick nach vorne werfen. Tatsächlich befindet sich dort auch ein Autotelefon. Ja, das ist ja absolut damals, habe ich nämlich gerade auch gesehen, sein Telefon. Muss ich gerade mal schauen. Da vorne. Das konnte man dann nach hinten durchgeben. Genau. Ventilator ist auch noch. Ein Ventilator, das ist sehr schön. Ja, es hat schon was. Ne? Also, fühlt es sich an. Ein bisschen weich. Ich glaube, für längere Strecken. Ja, so ein bisschen wie ein Sofa halt. Ne? Wie so ein Sofa in den 60er Jahren halt auch gepolstert war. Ne? Aber es ist natürlich schon ein besonderes Gefühl, in diesem Auto zu sitzen. Ja? Freue mich, dass das Museum das ermöglicht hat. Das ist ja doch auch vor allen Dingen sieht man auch vorne. Moment, ne? Ja, absolut. Ja. Und das ist eine Handschaltung, sehe ich. Also eine Lenkradschaltung, ne? Ja. Ist das genau? Ja, das hat meine auch jetzt. Aber eine echt? Automatik. Achso. aber auch mit Lenkradschaltung. Was fahren Sie für einen Wagen? Ja, natürlich ein Mercedes. Ne? Kann sich ja als Stuttgarter Abgeordneter kein anderes Auto kaufen. Das ja, oder ein Porsche, aber das kommt wahrscheinlich nicht. Ja, so gut. Porsche wäre schon schwieriger. Ja. Das hatte ich mir tatsächlich nicht ernsthaft überlegt. Aber passt nicht zur schwäbischen Mentalität wahrscheinlich. Zur Sparsamkeit. So Arnulf Klettleisten im Porsche rumzufahren damals. Ja, aber das ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte her, genau. Ja, aber in der Tat, Porsche wäre schon wieder zu viel. Ne? Aber ein Daimler, ein Mercedes, das muss dann schon sein als Stuttgarter Abgeordneter, finde ich. Ne?
Dann hätte ich ja gerne jetzt den FCL gefahren, aber das ist ein anderes Thema. Da kommen, wir noch drauf. Ja. Da kommen wir noch drauf. Aber ist auf jeden Mr. Fall, Wasserstoff, wir genau. Wir haben das Gefühl, ja. So, dann freuen wir uns, dass Sie wenigstens einmal kurz sich wie Adenauer fühlen durften, als die CDU-Welt noch ganz in Ordnung war. Als alles in Ordnung war, genau. Haben Sie mich noch nicht mal gefragt, ob ich gerne Kanzler geworden wäre. Ja, also das ist vielleicht ein bisschen, weiß nicht, vermessen, oder? Es reicht doch, wenn ich frage, wären Sie gerne OB geworden? Das ist doch auch schon mal was, oder? Das kann man doch, da können wir doch nahtlos ansetzen. Wären Sie gerne OB geworden? Sie treten Herrn Noppern nicht zu nahe. Der war schon bei uns im Podcast, der ist gewählt, der hat jetzt 7 Jahre noch Ruhe. Aber tatsächlich die Frage, wären Sie gerne OB geworden? Naja, also die Frage hat sich natürlich immer wieder gestellt, genau genommen zweimal, nämlich 2012 und 2020. Ja, 2012 war das schon natürlich auch mal eine Überlegung gewesen. Da war ich allerdings erst gewählt, 2 Jahre im Bundestag, und die Situation war schwierig in Stuttgart. Stuttgart 21 war prägend, die Stadt. Gesellschaft war wirklich zerstritten, und es war ganz schwierig, ja, für die Union überhaupt jemand zu finden. Dann war unklar, ob Wolfgang Schuster weitermacht oder nicht. Also wie auch immer, ich war damals auch schon Kreisvorsitzender dann gerade, hatte dann jedenfalls gesagt, nee, also ich selber jetzt nicht. Und dann hatte ich einen Kandidaten gesucht, Sebastian Turner, der dann ja unterlegen war. Ne? Ich meine, die Aufgabe ist natürlich für jemanden, der in Stuttgart geboren ist, sich als Stuttgarter fühlt, für Stuttgart sich einsetzt, die Stadt liebt, ist natürlich spannend, ne? OB zu sein in seiner Heimatstadt, eine spannende Großstadt, die damals ja auch schon relativ wohlhabend war, heute noch mehr. Ne? Und dort zu gestalten jetzt aus dieser Funktion heraus, das ist natürlich was einen reizt, wenn man politisch tätig ist. Ne? Und insofern hat mich das natürlich seit 2012 auch immer wieder bewegt. Mhm. Ich habe nämlich einen längeren Anlauf. natürlich hat mich das bewegt, und immer die Frage, weil ehrlich gesagt ich schon davon ausging, dass Fritz Kuhn jetzt nicht eine zweite Amtszeit macht. Er hat mir irgendwann mal erzählt im persönlichen Gespräch, also wissen Sie, Herr Kaufmann, wenn es nur 4 Jahre wären, dann hätte ich es vielleicht gemacht. Mhm. Aber 8 Jahre waren mir jetzt auch zu viel. Ne? Mhm. Aber die Partei war total überrascht tatsächlich, die Grünen. Ne? aber jedenfalls, so ist die Geschichte. Ob das Geschichte, wirklich so stimmt, weiß man ja auch nicht. Ja gut, aber die Auswahl der Kandidatin spricht schon dafür, dass sie überrascht waren. Sonst hätten sie vielleicht sich besser vorbereitet. Ne? Also okay, aber zurück zu mir. Nein, also das hat mich natürlich dann schon beschäftigt. Ich habe mich ja immer wirklich auch als Wahlkreisabgeordneter verstanden, der auch wirklich hier präsent ist und was für Stuttgart tut. Ne? Insofern drängt sich das natürlich auf. Ne? Zumal ich dann davon ausging, dass 2020 eben auch dann Fritz Kuhn aufhört. Aber in der Tat, je näher dann dieser Termin rückte, sag ich mal, und die Entscheidung auch rückte, desto schwerer tat ich mich dann tatsächlich auch, jetzt mich klar dazu zu bekennen. Ich habe dann natürlich Signale gesendet, ich überlege mir das, und ich habe mir es auch wirklich überlegt, habe natürlich dann auch viele, also wirklich sehr, sehr viele Signale aus der Stadtgesellschaft bekommen, sage ich mal, ganz viel außerhalb der CDU, ne? Natürlich Kulturszene, also ganz, ganz viele Menschen, die gesagt haben, Mensch, du bist der Richtige, du musst kandidieren, Kuhn geht gar nicht, und war dann tatsächlich in der Phase, sage ich mal, 18, 17, 18, wo ich dachte, okay, das könnte jetzt was sein, das will ich jetzt eigentlich auch. Oder kann es mir jedenfalls vorstellen. Habe dann aber dann doch gemerkt, ja, also es gibt noch ein paar Leute in der CDU, die das partout nicht wollen. Und das war schon, es gibt ja Menschen, die gingen davon aus, eigentlich seit 2012, dass ich 2020 Kandidat werden will als Abgeordneter, als Kreisvorsitzender. Ne? Und die auch dann relativ früh schon immer Signale gesendet haben, also brauchen anderen Kandidaten, brauche jemand mit Bürgermeistererfahrung, ne? Diese ganzen Sprüche, ne? Die ich dann irgendwann auch nicht mehr hören konnte, ehrlich. Ne? Und dann habe ich mir aber tatsächlich auch das noch genauer überlegt, als es dann wirklich dann auch die Entscheidung war, als Kreisvorsitzender, wie gehe ich den Prozess an, wie organisieren wir das als Partei, wer hat die besten Chancen.
Und habe dann bei mir gemerkt, okay, mich fasziniert diese Stadt, ich möchte was machen, aber irgendwo ist es mir auch ein Stück weit zu eng jetzt. Ne? Ich habe halt jetzt die letzten 12 Jahre als Bundestagsabgeordneter immer stärker auch international gearbeitet. Ich bin sehr viel gereist. Ich habe diese ganzen internationalen Forschungs- und Bildungsthemen besetzt, die mir wichtig waren. Also jetzt nur Stuttgart dann auf der anderen Seite. Eine Stadt, die natürlich tolle Chancen bietet als Wissenschaftsstandort, als Industriestandort. Stuttgart 21, also man kann hier wahnsinnig viel bewegen auch, ne? Als Oberbürgermeister, wenn man die Themen angeht. Ne? Aber auf der anderen Seite dann halt auch die Themen des Tagesgeschäfts, ne? Mit einem Gemeinderat, der dann seit 2019 eben auch stark linksgrün dominiert war. Also jedenfalls, wir haben keine Mehrheit mehr im Gemeinderat. Da habe ich mir die Bürgermeisterriege so ein bisschen angeschaut und habe überlegt, naja, ist es jetzt wirklich das, was du 8 Jahre lang hier machen willst? Wo hast du wirklich Gestaltungsspielräume als OB? Dann der ein oder andere Widerstand aus der Partei, wo dann auch klar war, okay, da müssen wir jetzt dann hier eine Abstimmung machen, eine streitige, und dann gibt es einen Gegenkandidat, dann muss man sich ja streitig durchsetzen und dann ist die Partei wieder nicht geschlossen. Ne? Also es waren verschiedene Faktoren am Ende, dann wirklich in einem längeren, nicht ganz einfachen Abwägungsprozess, auch viel mit zu Hause gesprochen natürlich, wo ich mich dann entschieden habe, dass ich eben jetzt nicht selber kandidiere, sondern ich habe den Prozess dann abgegeben an die Findungskommission, war dann aber am Ende schon mit mir im Reinen, dass ich auch dann jetzt nicht meinen Hut an den Ring geworfen habe. Aber Sie hören ja schon an der Länge der Ausführungen, dass es jetzt nicht so, dass es mich natürlich beschäftigt hat. Und hat mich auch wirklich ein halbes Jahr lang sehr intensiv beschäftigt. Ja. Ne? Haben Sie das Gefühl, Ihr Umfeld war da teilweise ein bisschen zu, ich darf das mal jetzt salopp sagen, weil wir sind ja unter uns, zu kleingeistig unterwegs? Dass man ihn, weil Sie haben das so charmant jetzt ganz auf Ihre Motivation beschränkt, aber es gab ja auch viele, die gesagt haben, nee, also das, den jetzt nicht. Ja, man kann das jetzt kleingeistig nennen. Ich meine, man hat in einer Partei, wenn man Vorsitzender ist, ne, und ein Mandat hat natürlich auch nicht nur Freunde, da gibt es dann Leute, die politisch andere Positionen haben. Da gibt es halt immer auch noch Mitglieder, das muss man also offen sagen, die ein Problem damit haben, dass ich mit einem Mann verheiratet bin und nicht mit einer Frau. Dann schiebt man natürlich gerne mal so ein Argument vor, es muss jetzt jemand mit Bürgermeistererfahrung sein. Oder, ja, das haben Sie ja schon gesagt, das sind so Argumente. Das ist dann auch ein bisschen vorgeschoben. Ich spreche das ja auch offen an, weil das ist so ein Punkt, ja, wo ich schon auch natürlich sage, daran entscheidet sich auch so ein bisschen Großstandkompetenz an der Partei. Das wollte ich gerade sagen. Genau umgekehrt könnte doch da ein Schuh draus werden. Also man könnte doch auch genau das umgekehrt sehen und sagen, das ist eben Stadtmilieu und das bringen Sie mit. Warum wird das dann nicht? Ja, also das. Ja. Gut. Klar, es gibt immer Strömungen in der Partei. Mhm. Es gab viele, die sagten, du bist genau der Richtige, ne, mach das. Ne. Es gab ein paar andere, die gesagt haben, nee. Und so, da reichen ja dann auch 10, 20, ne, wenn die Stuttgarter Zeitung immer die Richtigen anruft aus ihrer Sicht, ne, die ihnen dann immer das Richtige sagen. Ach, die bösen Medien. Aber so ist halt. Ne. Ich meine, man weiß, wie man anruft und man weiß dann, was man bekommt. Soweit reichen dann ein paar aus, und dann gab es natürlich auch in der Partei dann welche, die sagten, okay, nee, dann kandidiere ich auch, also wenn der Kaufmann kandidiert, und dann war schon klar, jetzt gibt es hier doch einen Kampf hier, und am Ende wollte die Partei dann Geschlossenheit und dass man mit einem Kandidaten dann hinter dem alle stehen in den Wahlkampf geht, und dem konnte ich mich dann am Ende auch dann anschließen, dem Gedanken, und so ist es dann auch gelaufen. Von daher, wie gesagt, aber ich habe es mir nicht einfach gemacht, weil die Aufgabe in der Tat spannend ist, weil mir natürlich auch vieles eingefallen wäre, was man machen kann. Aber ich bin eben auch realistisch genug, einmal zu sehen, wo sind eben die Begrenzungen auch, wie ist das Tagesgeschäft, und ein leider verstorbener Stadtrat, sehr geschätzt habe, Rolf Zeeb, hatte mir gesagt, dann einem der vielen Gespräche, die ich dann ja geführt hatte, auch mit anderen Parteien, ne, willst du dir das wirklich antun? Und dann habe ich so überlegt, was mache ich jetzt im Bund? Wo sind die Themen, die mich jetzt halt international interessieren? Wo sind die Themen natürlich auch, die mir wichtig sind, jetzt über Stuttgart hinaus? Ne?
Wohl wissend natürlich, ganz offen, dass ich, habe ich ja vorher auch gesagt, ich davon ausging, dass es sehr schwierig wird, jetzt das Mandat zu verteidigen. Mhm. Aber ich wollte es jetzt auch nicht so als Flucht dann jetzt, das haben ja auch manche gesagt, ja, jetzt will er dann OB werden, weil er sein Mandat der Wahlkreis nicht mehr gewinnt. Ne? Ja, ja. Also, ich meine, da gibt es ja dann je nachdem, wo man halt steht und wie man das dann sehen will, war das natürlich auch das ein oder Argument für die mich halt dann nicht wollten. So. Nochmal, um diese Vorstellung über einen Oberbürgermeister aufzugreifen. Das eine sind ja die Strömungen und das andere sind vielleicht Vorurteile, die mit gewissen Wertevorstellungen einhergehen. Hatten Sie da jemals sich gefragt, so habe ich mir die richtige Partei ausgesucht? Jetzt sind Sie schon seit 1998 Mitglied der CDU. Haben Sie die Entwicklung, die Sie sich für die Partei gewünscht haben, auch mitvollzogen oder kam da je die Frage auf, hätte ich es mir vielleicht woanders einfacher gemacht? Ja, die Frage ist wahrscheinlich die Frage, die ich jetzt am häufigsten beantworten musste in den letzten 20 Jahren. Bist du in der richtigen Partei überhaupt? Und ja, natürlich war ich schon in der richtigen Partei, weil es gibt halt auch andere Themen. Und für mich leitend waren damals eben Bildungsthemen, Europathemen, wo ich ganz klar jetzt politisch bei der CDU verortet war. Kleine Parteien kamen für mich damals nicht in Frage. Natürlich habe ich auch viel Sympathie für FDP-Positionen in vielen Bereichen. Ne? Auch ein oder andere grüne Position, aber als ich die Entscheidung getroffen habe, das ist also nur ein paar, über 20 Jahre her, da war für mich klar, ich möchte eine Volkspartei, ich möchte eine Partei, wo ich diese Diskussionen, die es in der Gesellschaft gibt, die Strömungen eben auch in einer Partei, also zusammengefasst, ja, wir haben eine Volkspartei, habe ich halt die Strömung und dann finde die Partei eine Position und das ist eigentlich schon dieser Prozess, den ich eigentlich wichtig finde. Ne? Ich wollte jetzt nicht eine Klientelpartei, ne, die jetzt nur Umweltschutz macht oder nur Bürgerrechte, sage ich mal. Aber haben wir das damals ja auch nicht einfach gemacht. Ich habe ja auch über die Adenauer-Stiftung mich erst der CDU angenähert, das ist ja auch kein Geheimnis. Ich war jetzt kein glühender Kohl-Fan zu der Zeit, als er als Kanzler kandidiert hat. Ne? Von meinem Elternhaus her eigentlich gar nicht so politisch geprägt, aber eher liberal. Ne? Hatte große Sympathie damals oder große Bewunderung für Helmut Schmidt gehabt. Ne? Also es war jetzt nicht so gottgegeben, dass ich bei der CDU lande. Das war wirklich auch ein Prozess, der sehr über inhaltliche Themen. Ich habe sehr viel Bildungspolitik gemacht während dem Studium. Ich habe einen Arbeitskreis gegründet, einen Verein, der sich mit Bildungspolitik beschäftigt hat, mit Hochschulpolitik, aber auch mit dem Gesamtsystem. Ich habe da sehr viele Politiker damals auch eingeladen zu Symposien und habe mich dann da eigentlich über diese inhaltliche Positionierung zum Bildungssystem dann auch sehr stark an die CDU angenähert. Also sage ich mal, gegliedertes Schulsystem gegenüber einem Einheitsschulsystem, also Bildungsgerechtigkeit und solche diese Themen. Also, und dann Europa war für mich sehr wichtig. Ich habe ja damals schon sehr viel im Europa. Ich habe gearbeitet, wie Sie gesagt haben, im Europäischen Parlament. Ich habe dann auch promoviert im Europa- und Völkerrecht. Ich habe immer das Thema Europa war mir sehr wichtig. Ne? Und dafür habe ich mich bei der CDU schon von Anfang an wohlgefühlt. Ne? Wohlwissend natürlich. Ich hatte mein Outing eigentlich in der Zeit, als ich in der Partei aktiv geworden bin, wohl wissend oder damals noch davon ausgehend, dass wir diese persönliche Veranlagung eigentlich eine politische Karriere unmöglich macht. Ne? Aber es war damals ja jetzt nicht mein Ziel, Berufspolitiker zu werden. Ne? Das ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig im Nachhinein, wenn man das so sich anschaut. Also mir war klar, als offen Schwuler in der CDU eine führende Position zu bekommen oder ein Mandat, das hatte ich damals ganz ehrlich in der Zeit, als ich eingetreten bin, für ausgeschlossen gehalten, ne? So wie die CDU damals getickt hat. Ne? Aber ich habe auch trotzdem gesagt, okay, ich weiß, dass es schwierig ist, aber ich will das nicht verstecken. Ne? Mhm. Ich will jetzt nicht Queer-Aktivist werden in der Partei, ich möchte Bildungs- und Europapolitik machen. Ne? Habe diese Themen auch nie im Parlament in Ausschüssen verantwortet. Ich war queerpolitischer Sprecher, aber war nie in den Ausschüssen, die das Ganze, die ganzen Themen vorantreiben. Ich habe hier in Stuttgart natürlich viel gemacht, Richtung OB und Staat, also überall, war im Bundesvorstand der LSU und habe die mitgegründet, also Lesben, Schwulen und Union. Also habe da wirklich sehr, sehr viel gemacht. Da könnte ich jetzt natürlich lange drüber erzählen in der Partei. Aber ich wollte nur sagen, damals, als ich eingetreten bin, hatte ich das für ausgeschlossen gehalten. Ne? Aber ich habe gesagt, ich möchte es nicht verstecken. Ne? Also ich möchte es nicht hier, wie leider viele andere Kollegen in der Partei. Ne? Immer noch? Immer noch, ja. Das Verstecken. Und ich habe von Anfang an gesagt, als ich das erste Mal gefragt wurde, ob ich ein Amt übernehme,
habe ich gesagt, Dieter, ich mache das, aber du musst wissen, ich bin schwul und ich will es auch, ich will und werde es nicht verheimlichen. Ne? Wenn ihr das akzeptiert, habe damals auch gerade meinen heutigen Lebenspartner auch kennengelernt, dann ist es okay. Und wenn es nicht okay ist, dann mache ich das Amt nicht. Ne? Ich muss das jetzt nicht machen. Ne? Was war das für ein Amt? Das war damals Sprecher oder Bezirksberat in Stuttgart-Zillenbuch. Dann Sprecher der Bezirksberatsfraktion. Da bin ich Vorsitzender geworden in Zillenbuch der CDU. Ne? Also, es war wirklich lokal, ganz lokal, sodass das auch richtig, richtig Gesprächsthema dann natürlich wird. Ja, natürlich. Also, das wussten Sie. Ja, und ja, genau. Okay. Und dann hat es 2 Tage gedauert und dann kam der Rückruf. Und Dieter Wahl, der leider viel zu früh verstorbene Stadtrat, ne, hat dann gesagt, ja, also Stefan, das ist ein bisschen überraschend jetzt, aber wir haben das jetzt uns überlegt und besprochen und es ist kein Problem für uns. Ne? Und wir wollen, dass du das trotzdem machst. Ne? Und das war natürlich damals einfach toll. Ja, wenn ich jetzt heute zurückdenke, dann auch damals eben mein Partner das erste Mal in so einer Weihnachtsfeier mitgenommen, dann CDU-Ortsvorverein. Ne? Und auch wie er da aufgenommen wurde. Gut, das war jetzt natürlich eine sehr liberale CDU. Ne? Das ist Sillenburg ein bisschen anders als Weilendorf oder Feuerbach, ne? Muss man ehrlich sagen, bis heute übrigens. aber insofern, das war natürlich damals schon toll, wie die das dann auch einfach mitgemacht haben. Ne? Und dann war das öffentlich, dann wurde es natürlich auch in der Partei öffentlich, dann war es ja auch presseöffentlich bei meiner ersten Kandidatur 2009, Thema in der Bildzeitung. Und mir war das einfach wichtig, weil ich jetzt nicht ständig da Angst haben wollte, dass mich jetzt jemand da entdeckt oder verrät oder dieses hintenrum, ja. Ne, das... aber wie gesagt, ich ging damals davon aus, okay, das akzeptiert jetzt hier Sillenbuch, aber das ist jetzt nicht der Beginn einer wunderbaren politischen Karriere der CDU. Ne? Im Rückblick war es aber strategisch doch dann völlig richtig, weil sie dann dieses Thema dann im Prinzip doch durch hatten, oder? Weil da mussten sie das nicht vor sich hinschieben, weil mich hat das jetzt gerade erstaunt, Sie sagen, es gibt wahrscheinlich nicht nur in der CDU, sondern wahrscheinlich auch in vielen anderen Parteien immer noch welche, die sich nicht trauen, sich zu outen, was mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt. Hätte ich gedacht, da sind wir doch eigentlich einen Schritt weiter. Ja, am Ende ist es immer die Entscheidung jedes Einzelnen, natürlich auch, wie sehr er sein Privatleben jetzt auch öffentlich macht, keine Frage. Und ich akzeptiere das jetzt auch bei jedem. Mittlerweile gibt es ja auch jetzt genügend Politiker, die das öffentlich gemacht haben. Mhm. Also prominenter nach mir war ja dann Jens Spahn beispielsweise. Ne? Mhm. Wovereit damals, also insofern sage ich, es gibt mittlerweile genügend Beispiele. Ne? Aber ansonsten finde ich schon wichtig natürlich auch, wie es im Fußball ja eine lange Diskussion war. Ne? Wann outet sich der erste Profifußballer? Ne? Das hat ja auch lange genug gedauert. Ne? Und es ist ja nicht so, dass es da keine Schwulen gäbe. Ne? Ist schon einfach wichtig, um das Thema gesellschaftlich voranzubringen. Und so habe ich es ja auch gesehen. Und habe ja dann wirklich auch die 12 Jahre in der Fraktion, ich war dann der erste offen schwule CDU-Abgeordnete, ne? Tatsächlich gewesen und habe das Thema dann natürlich auch in der Fraktion dann offen auch natürlich vertreten, auch durch meine Person, habe die LSU, wie gesagt, mitgegründet, war dann eben auch Sprecher dieser wilden 13, die sich damals gegründet haben im Zuge der Abstimmung über die Gleichstellung beim Ehegattensplitting. Ne? Das war die erste, sage ich mal, erste politische Debatte, die wir da hatten. Habe dann auch mit dem Kollegen Norbert Geis, der ja immer einer der großen Gegner jetzt von Gleichstellung war im Parlament, sehr scharfe Reden gehalten hat, auch gegen Volker Beck damals und gegen das Thema als Verfassungsrechtler immer große Bedenken hatte, ne? Artikel 5 Familie dann immer eingeführt hat. Ne? Also das, und ja, am Ende haben wir uns freundschaftlich ausgetauscht. Wir haben bis heute noch, schreiben uns zum Geburtstag und gab es einfach so eine nette Episode, ich weiß nicht, ob ich Zeit habe zu erzählen. Da haben Sie. Wir haben alle Zeit der Welt. Ja, das war einfach ein schönes Erlebnis. Also ich war bei Blasberg damals in einer Talkshow, das war gerade diese Zeit, als es um diese Abstimmung ging. Dann hat Blasberg mich mit diesem Faktencheck, den er immer macht, hat immer gesagt, hier ein Zitat aus dem Deutschen Bundestag, hier, ich glaube Norbert Geis dann auch erwähnt, hat gesagt, und dann irgendeine sehr scharfe Äußerung, also wieder natürlich irgendwie so die Richtung. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Und da habe ich gesagt, ja, richtig, das hat Norbert Geis gesagt, aber das war irgendwann 2005 oder so, also es war Jahre her, ne? Das war also eine frühe Äußerung. Ne?
Und habe das einfach nur klargestellt und gesagt, ja, was ich mir vielleicht anders gewünscht heute äußert er sich nicht mehr ganz so scharf und differenziert, so habe ich es, glaube ich, formuliert. Naja, dann war die nächste Bundestagswoche und ich laufe in den Plenarsaal rein und Norbert Geis sitzt hinten da auf so einer Bank und telefoniert und laufe an ihm vorbei und sagt, ach, Herr Kollege Kaufmann, ich wollte mich noch bei Ihnen bedanken. Dann sage ich, für was? Ja, meine Frau hat Blasberg gesehen und hat gesagt, dass Sie mich in Schutz genommen hätten und das hat mir doch sehr gut gefallen. Das fand ich jetzt nicht selbstverständlich. Dann habe ich gesagt, ja, lassen Sie uns doch mal einen Kaffee trinken gehen. Und dann sind wir Kaffee trinken gegangen und hat er mir erzählt, wissen Sie, Herr Kaufmann, mein bester Freund und Pate meiner Tochter ist auch schwul. Ne? Der ist Arzt, aber der sein ganzes Leben lang konnte nicht damit umgehen und konnte es eben nie öffentlich machen und er hat sehr darunter gelitten und das hat ihn natürlich auch irgendwie geprägt, aber er hat an sich überhaupt kein Problem, aber politisch, verfassungsrechtlich findet er das halt schwierig. Und dann haben wir gesagt, ja, Geist, das ist ja okay, aber Ihre Reden sind halt einfach verletzend. Dann habe ich gesagt, ja, ich möchte ja nicht verletzend sein und dann gebe ich Ihnen mal meine nächste Rede zu dem Thema, dann gehen Sie mal drüber und sagen Sie mir, wo es verletzend ist. Ne? Hat er dann auch tatsächlich gemacht. Ne? Und ein paar Wochen später war dann diese Entscheidung über die Gleichstellung und Norbert Kauder kam damals in die Fraktion rein. Also genau, es war am Abend davor, hatte ich den Norbert Geis gesprochen. Dann sagte ich, Norbert Geis, Herr Geis, wie verhalten Sie sich denn jetzt bei der Abstimmung? Und dann sagte er, naja, Sie wissen ja, ich bin an sich dagegen, aber wenn das Verfassungsgericht jetzt tatsächlich das so urteilen wird, dann werden wir natürlich als Unionsfraktion dem Urteil folgen und das entsprechend umsetzen. Ne? Da habe ich gesagt, wären Sie bereit, das auch in der Fraktion zu sagen? Dann sagte er, ja, das überlegt er sich. Und am nächsten Tag kam dann Volker Kauder in die Fraktionssitzung und sagte, ja, Verfassungsgericht hat jetzt signalisiert, dass wir das kippen werden. Ne? Das war der Fraktionsvorsitzende damals. Genau. Fraktionsvorsitzende, und er schlägt jetzt vor, dass wir uns jetzt sozusagen jetzt diesem Votum anschließen und das jetzt vorgreiflich proaktiv ändern. Ne? Mhm. Und dann war Norbert Geis der Erste, der sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, liebe Kollegen, Sie wissen alle, also ich tue mich schwer bei dem Thema, war immer dagegen, aber ich bin Verfassungsrechtler und ich folge dem, was das Verfassungsgericht sagt und deshalb würde ich Sie jetzt bitten, dass Sie dann in dem Fall jetzt dafür stimmen. Ne? Ja, und ja, wenn ich es erzähle, finde ich es immer noch nicht selbstverständlich, muss ja, ich absolut. Ehrlich sagen. Ne? Wir merken ja auch ein bisschen emotional. Ja. Es ist so ein kleiner Moment, den natürlich jetzt niemand mitbekommen hat draußen. Ne? Aber nee. Wo ich jetzt halt einfach also schon was bewirkt habe, sage ich mal. Absolut. Ne? Aktiver Teil der Veränderung. Genau, das war dann einfach, hat mich dann gefreut einfach. Mhm. Ne? Und dann war die Abstimmung, es war dann auch keine Diskussion mehr und dann ging das durch. Ne? Mhm. So, also das war jetzt ein Moment, wo man halt schon sieht, dass persönliche Begegnung und natürlich auch das persönliche Wirken verändern dann auch was. Ne? Vor allen Dingen, weil es, also ich muss das auch sagen, ich finde das unglaublich wertvoller Blick hinter die Kulissen, den Sie uns hier gewähren. Es ist ja vor allen Dingen ein Diskurs, der ja auf einer sehr zivilisierten Art und Weise ausgetragen wurde. Im Absolut. Gegenteil, also es ist ja sogar ein offenes Ohr von beiden Seiten oder in dem Fall von Ihrem Konterpart sozusagen nötig gewesen und der das ja auch gezeigt hat. Ich finde das irre, dass er Ihnen eine Rede dann geschickt hat und Sie das sozusagen aus Ihrer Perspektive durchscannen dürfen. Mhm. Das ist ja unglaublich, ja. Also das ist ja ein Vertrauensbeweis. Ja, weil er ja tatsächlich nicht verletzend sein wollte und dann auch gar nicht gemerkt hat, dass er eigentlich verletzend wird. Er hatte dann auch den Volker Beck immer ein bisschen persönlich angegriffen. Der war natürlich auch, der hat natürlich auch provoziert ein Stück weit, natürlich, aber natürlich auch aus seiner sehr persönlichen Betroffenheit heraus, der natürlich noch länger als ich jetzt auch andere Dinge noch erlebt hat, ne? Schon vor mir im Bundestag war und ich habe das ja auch selber dann erlebt, wenn ich dann neben Kollegen saß im Plenarsaal, die jetzt nicht wussten, wer ich bin, weil ich halt dann auch neu war am Anfang. Und dann hört man die Sprüche. Und dann mal blöd einen Spruch gemacht hat, ne, wo ich dann auch denke, also naja gut, also ja, sage ich jetzt was? Oder, ja, was macht man dann? Sagt man da was? Das ist ja auch schwierig, oder? Ja, ich habe zum Teil auch was gesagt, aber manchmal ist dann auch jetzt auch, das passiert ja auch bei der AfD jetzt dann auch wieder, ne, dann auch öffentliche Kommentare dann, aber natürlich, man muss sich dann per NASA auch beherrschen, aber ja, hin und wieder dann auch im Nachgang habe ich dann schon auch mal was gesagt. Ja. Ist das das Rezept als Mitglied einer Volkspartei, dass man sich quasi seine Wertvorstellungen und Meinungen irgendwo lässt, aber sich dann doch auf einen Konsens einigt und dann trotzdem als Freunde auseinandergehen kann, auch wenn man sich einig ist, dass man sich vielleicht uneinig ist? Genau, das ist eigentlich das Wesen auch einer Volkspartei mit unterschiedlichen Strömungen, unterschiedlichen Charakteren. Es geht auch um die Frage, wie man miteinander umgeht, natürlich. Ne? Das ist in dem Fall jetzt ein schönes Beispiel, wie es dann eben auch gehen kann. Ne?
Aber natürlich hätte ich mir, nochmal auf die Frage zurückzukommen, noch etwas mehr Bewegung gewünscht in der Partei. Ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass man über dieses Thema Ehe für alle natürlich vielleicht auch auf dem Parteitag mal offen spricht und das nicht immer so verschiebt. Ne? Das war ja auch immer, lag ja auch immer in der Luft. Und am Ende, klar, hat die Kanzlerin ja damals, das war dieser zweite Moment, wo das Thema dann im Bundestag ja sehr virulent wurde, wo vielleicht mein schönster Augenblick im Bundestag, dass wir dann die Ehe für alle beschlossen haben, mit natürlich in offener Abstimmung, aber als dann doch immerhin 100 Kolleginnen und Kollegen von den 300 eben in einer offenen Abstimmung, namentlichen Abstimmung für die Ehe für alle gestimmt haben, obwohl der Druck aus der Partei heraus enorm war. Also ich weiß wirklich von Kolleginnen und Kollegen, die da tagelang sich schon zermartert haben, wie sie jetzt da abstimmen sollen. Es haben Mitglieder mit offen damit gedroht, die Gefolgschaft zu verweigern, jetzt im beginnenden Bundestagswahlkampf, wenn Kollegen mit Ja stimmen. Ne? Mhm. Das waren schon sehr harte Diskussionen, weil die Kirche natürlich auch entsprechenden Einfluss ausgeübt hat. Dieser Ehebegriff halt für viele Kollegen, die halt kirchengebunden sind, einfach so ein No-Go war. Oder für die anderen war das mit der Eheöffnung verbundene Adoptionsrecht ein unüberwindbares Hindernis. Ne? Die sagten, okay, also mit dem Ehebegriff habe ich kein Problem, aber zwei Männer können halt kein Kind adoptieren. Ne? Und das waren die Diskussionen, die sind dann letztlich in 3 Tagen geführt worden. Ne? Haben in einer offenen Abstimmung geendet. Die Kanzlerin hat es ermöglicht, durch diese Interviewäußerung am Anfang der letzten Plenarwoche damals. Und dann war das ja nicht mehr aufzuhalten. Ne? Und immerhin haben 100, wie gesagt, in einem nicht ganz einfachen Umfeld, ohne dass die Partei halt einen Beschluss gefasst hätte, ne? gegen Beschlusslage der Partei, wenn man so will, dann auch eben im Parlament dafür gestimmt. Ich meine, kann man sagen, das waren 200 zu wenig, aber wie gesagt, 100 sind am Ende unter den Umständen gar nicht so wenig gewesen. Mhm. Die Ehe für alle, die ist ja eines der vielen Beispiele dafür, dass Angela Merkel den Weg geebnet hat für bestimmte Themen. Wird der solche Strömung auch vorgeben? Der neue Vorsitzende meinst du? Ja, genau. Der neue Vorsitzende. Ja. Also solche wahrscheinlich nicht. Gut, jetzt bei dem Thema sagt Merz immer, dass jeder so leben, wie er möchte. Ne? Das interessiert ihn nicht. Ne? Muss ihm hoch anrechnen tatsächlich. Dass er als einziger Kandidat persönlich zur LSU-Bundesversammlung kam, neulich in Berlin. Da waren alle Kandidaten eingeladen, jedenfalls die halt schon bekannt waren. Röttgen hat es jetzt nicht möglichen können, aber der hatte bei dem Thema jetzt auch kein Problem, das weiß ich. Ne? Aber Merz hat sich da sozusagen in die Höhle des Löwen getraut, weil er ja jetzt nicht als besonderer Befürworter dieser Themen gilt und war dann da eine Stunde da, glaube ich. Ich war dann selber schon wieder weg, ich war nur zur Ehrung kurz da gewesen. Ja, aber immerhin ist er gekommen. Ne? Und soweit, ich glaube, er hat sich da jetzt auch angenähert und auch gesagt, die LSU ist wichtig in der Partei. Ne? Ja, aber klar, Angela Merkel ein bisschen lustig, hat ja diese Abstimmung ermöglicht und hat es auch damit begründet, dass sie ein lesbisches Paar, glaube ich, besucht hatte und dann gemerkt hat, dass das eben doch berechtigt ist, auch das Thema Adoption, hat aber dann doch dagegen gestimmt selber. Ne? Das ist ja damals auch von manchen dann, ich habe jetzt neulich erst wieder jemand getroffen, jemand aus Mexiko in dem Fall, der in Berlin lebt, der sagte, also das hat ihn damals sehr stark getroffen. Ne? Dass sie dagegen stimmt. Dass die Kanzlerin zwar diese Abstimmung ermöglicht, aber dann persönlich dagegen stimmt. Ne? Also ich will noch sagen, es wird schon sehr stark wahrgenommen, ne? Ja. Auch bei den Betroffenen jetzt. Die haben auch die Merkel dann sehr geschätzt, aber dann nicht verstanden, warum sie jetzt dann dagegen war. Ist es ihr dann quasi rausgerutscht? Kann man das so sagen? Es entstand das Thema, kam ja bei ihr hoch durch diese Talkrunde, bei der sie eingeladen war damals. Ja, das ist einer der Punkte. Ich hoffe, ich habe mal die Gelegenheit, mit ihr einen Kaffee zu trinken, jetzt nachdem sie nicht mehr im Amt ist. Und das ist tatsächlich einer der Punkte. Sie auch nicht, dann haben Sie es. Genau. Können Sie ja unbefangen darüber sprechen. Tatsächlich nochmal mit ihr klären würde, weil das würde mich tatsächlich interessieren, wie das damals eigentlich war. Ob sie sich bewusst war in dem Moment, was passiert. Also, und ob das eher ein Versehen war oder ob sie das ganz bewusst gemacht hat. Das ist eine der Fragen, die ich tatsächlich noch nicht beantworten konnte, weil das kann letztlich nur sie selber beantworten. Das konnte mir auch niemand aus dem Umfeld beantworten, weder. Also der Pressesprecher nicht und auch nicht ihre enge persönliche Vertraute. Das muss ich sie selber fragen. Und das möchte ich noch rausfinden, in der Tat. Ja. Spannend. Ja, absolut spannend. Ich hätte gedacht, dass man sich so weit austauscht oder dass sie dann sich
vielleicht darüber gesprochen haben oder so, wie man sich halt begegnet. Aber offenbar steckt da doch mehr in der Tiefe noch drin, als man so vermutet. Ja. Also das ist wirklich, finde ich, erstaunlich. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Gut, gut. Wir bleiben zumindest indirekt ein bisschen bei dem Thema, aber auch wirklich nur ein bisschen. Und das muss man auch eigentlich erklären. Aber Sie haben das ja erklärt, dass Sie im kulturellen Umfeld unterwegs sind, dass Sie ein Netzwerk haben. Und einen aus diesem Netzwerk, den haben wir auch befragen können. Sprich Stuttgart, Best Buddy. Ich bin heute zu Gast bei Kevin Tart, den der ein oder andere sicherlich schon mal gesehen hat, sich dessen aber vielleicht gar nicht so bewusst ist, denn Kevin Tart, der schlüpft durch seinen Beruf als Musicaldarsteller in die unterschiedlichsten Rollen, ob als Vampir, Zauberer, Musketier oder vielleicht sogar Kater. Heute allerdings treffe ich ihn als Best Buddy von Stefan Kaufmann. Guten Morgen, Herr Tart. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, guten Morgen, guten Morgen. Was zeichnet Ihre Verbindung zu Stefan Kaufmann aus? Oh, wir haben einander seit viele Jahren gekannt. So, ich habe ihn erst kennengelernt hier in Stuttgart, als ich kam, so in 97. Und wir haben über die Jahre dann einfach eine ganz tolle, interessante Freundschaft aufgebaut. Ich meine, Stefan ist ein sehr gebildeter, interessanter Mensch, der einen besonderen Blick in das Leben hat mit seinen Karriere und sein Privatleben und so. Und das ein bisschen beide Abteilungen so zu teilen, war echt eine schöne Reise. Und wann sind Sie ihm denn das erste Mal begegnet? Das war im Theater des Altstadt und hier in Stuttgart. Und da hatte ich, das war bei einer Konzertveranstaltung, und da habe ich was gesungen. Und dann kam er auf mich zu, dann nachher, dann kamen wir ins Gespräch, und dann hat er gefragt, ob ich vielleicht ein Konzert, die er dann veranstaltet, ob ich dann dabei sein würdest oder könntest. Und dann haben wir das alles sortiert, und dann war ich dabei und habe ich einige Konzerte mit ihm gemacht. Das heißt, Sie haben ganz viele gemeinsame Erlebnisse zusammen und werden wahrscheinlich auch noch viele gemeinsame haben. Gab es da ganz einprägsame Momente zu zweit? Da haben wir einige Silvestern zusammen gefeiert, also aber im Rahmen mit Freunden und so. Und das war natürlich immer ein tolle Sachen, weil da war natürlich immer im Voraus oder Nachhinein Gespräche, was das neue Jahr bringt und was es wird und was dann von der vergangenen Jahr. Und solche, also wirklich schöne, tiefsinnige Gespräche habe ich immer wieder mit ihm gehabt. Und das Kombinieren dann von Beruf und Privatleben ist natürlich immer so eine so ein Gesprächsthema. Wo ist es immer gut, jemanden, der auch eine gewisse Reife, eine Intelligenz hat, manchmal die aktuelle Lage ein bisschen zu sortieren miteinander. Und mit Stefan kann man das wunderbar. Sie beschreiben ihn also als tiefsinnig. Wenn Sie ihn noch mal breiter für uns charakterisieren würden. Der ist eine ruhige eigentlich, so ein stiller, der ist nicht so, für mich, was ich natürlich erfrischend finde, der ist nicht so aufgesetzt wie in meiner Branche, meine Theaterkumpel und Freunde und so, hi, how are you, great. Stefan ist immer, der hat so einen Zwinker im Auge und ist immer ganz herzig, aber und hat einen tollen Humor. Aber der ist immer ein bisschen gedeckt und das finde ich einfach erfrischend. Einfach, ja, schön, so jemanden im Leben zu haben, der so ist. Ja. Stefan ist, der hat eine unglaubliche Gabe, die Menschen mit seiner Art, die fühlen sich immer vertraut in seiner Nähe und die reden mit ihm und die sagen manchmal, unangenehme Dinge und schräge Sachen und dann auch mal sind die sehr herzig. Und er ist einfach von seiner Persönlichkeit, sein Sein, er kann alles aufnehmen. Ich glaube, das ist manchmal schwierig für ihn, das alles zu verarbeiten. Aber
da hat er schon gelernt, damit umzugehen. Und das macht er wie ein Meister, ja, meiner Ansicht. Ja. Das zeichnet ihn ja dann wahrscheinlich nicht nur als Mensch, sondern auch als Politiker aus. Also eine große Gabe für seinen Beruf. Ja, genau. Und das ist natürlich die schwierige Spalte, ist diese zwei Dinge in einem Boot zu kriegen und auch von den anderen Menschen. Du musst immer in Politik verstehen, es menschelt überall, sagt man den Sprichwort. Und jeder hat seine Emotionen und seine Themen, die ihnen irgendwie ganz wichtig sind. Und trotzdem, das muss man alles zusammenfügen, wo es die richtigen Sachen wird dann in Gang gebracht in Politik. Und andererseits die Menschen wirklich zu unterstützen und das zu kombinieren. Und dahinter steckt aber ein sehr starker Mann, der setzt sich wirklich ein für für seine Aufgaben. Und natürlich in Politik ist es ja total wichtig. Ja. Und das kombiniert mit dieser Tiefsinnigkeit, da sind nicht so viele Leute, die man trifft, wo man ziemlich schnell auf den Punkt kommen kann und trotzdem irgendwie eine Leichtigkeit dabei zu haben, ja, eine Freundschaft. Ja, das sind so ganz goldwertige Qualitäten. Ja. Nun kennt man Stefan Kaufmann ja primär durch die Politik, aber wie wichtig ist Kultur denn für ihn? Ganz wichtig. Stefan ist immer unterwegs bei alle verschiedenste kulturelle Events und so. Und wir haben einander immer wieder in die Oper gesehen, wir haben bei Jazzkonzerten, wir haben einander Musical-Sachen, die ganzen Premieren in SI und so, auch mit Ralf und so. Dann waren wir immer, haben einander immer wieder auf der Maino einige Konzerten. Wettbewerbgeschichten für junge Künstler auf der Maino haben wir mehrmals da geholfen oder mitgewirkt oder unterstützt. Und ja, der versteht das. Gehört auch so jemand wie ihn. Also das ist diese typisch Großverständnis für die Wichtigkeit von Kultur und auch natürlich Politik. Ja. Muss man kombinieren am besten. Nun sprechen wir ja mit Stefan Kaufmann im Rahmen des Podcasts Sprich Stuttgart. Wenn Sie jetzt ergänzen müssten, Stuttgart braucht Stefan Kaufmann, weil? Weil er versteht die schwäbische Mentalität. Inwiefern? Oh, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben in alle Facetten, aber sag mal so, die Schwaben sind, ich kann das sagen, als Amerikaner und ich lebe hier in Stuttgart jetzt seit fast 22, 23 Jahren und ich habe einiges schon gesehen und erlebt und auch die Entwicklung von der ganzen Mentalität und Kultur, Landschaft, geschäftliche Landschaft hier. Und Stefan hat das alles auch so mitgemacht und er trägt das, diese Qualitäten in sich, wo er weiß, egal wer ihm gegenübersteht, er kann die dann abholen und er kann mit die dann mal sprechen und er kann die Themen, Thematik und die Lebensfreude wirklich auf den Punkt bringen. Stuttgart braucht solche Menschen, also die Leute verbinden und zusammenbringen und die Sachen dann vorantreiben. Und wir haben viele große Aufgaben jetzt in den nächsten Jahren für Baden-Württemberg und für Stuttgart. Und das ist ein Mann, der weiß schon, wie man die Leute zusammenbringt. Ja, das kann er. Sie, er wird da auch unabhängig von der politischen Situation aktuell seinen Weg finden, in Stuttgart präsent zu bleiben? Ja, natürlich. Ich kenne das als Künstler. Da ist immer so eine große goldene Phase mit einer großen Premiere, einem tollen Lauf und dann irgendwann ist ein Dernier und dann ist ein bisschen Loch dann danach. Ja? Und du musst dich dann irgendwie wieder finden. Und
Und, aber das ist auch der Lauf des Lebens und der Lauf des die Dingen. Also, und das ist auch eigentlich eine neue Chance, raus aus die alte Muster zu kommen und lass das alles. Eigentlich ein toller Abschnitt jetzt. Dann hat er eine Chance, zurückzutreten von den ganzen Trott und Muster und Erwartungen und so. Jetzt kann er sich neu erstmal neu sammeln, neu entwickeln, vielleicht ganz neue Ansätze und Ziele dann ansetzen und in eine neue Richtung gehen. Und die Erfahrung, die er hat, das ist so wie bei uns als Künstler, wenn du eine jahrelange Erfahrung hast als Sänger oder Musiker wie ich, dann komme ich in Situationen und ich weiß ganz genau eigentlich, was da zu tun ist. Wo vor 20 Jahren wäre ich so, oh Gott, wo fange ich jetzt hier an? Und das ist so, was Stefan alles mitbringt, ist einfach eine Goldgrube. Also das ist richtige Truhe voller Schätze. Kann man also gespannt sein, wie es weitergeht für ihn? Jetzt nochmal mit Blick nach Stuttgart. Gibt es da etwas, was Sie zusammen schon immer im Raum Stuttgart unternehmen wollten, aber vielleicht bisher einfach noch nie geschafft haben? Da gibt es schon einiges. und jetzt vielleicht haben wir die Zeit. Und das wäre echt schön. Also die letzten Jahre war ich unglaublich viel unterwegs und Stefan auch. Und das war für ihn dann schwierig. Oder für uns beide dann irgendwas Zeit dafür zu finden. Aber ich muss mal ein bisschen überlegen, was genau. Aber ich telefoniere mit Ihnen, wir finden was. Wir sind ja immer auf der Suche nach einer persönlichen Anekdote, die Sie vielleicht erzählen möchten. Die Erlebnisse und die Veranstaltungen auf dem Mainau war immer so was ganz Besonderes. Das ganze Atmosphäre dort ist immer toll und da waren große Konzerten und Sachen da. Einmal waren wir alle im Publikum da und Placido Domingo hat gesungen und da ging da hoch für ein High B-Flat, ich weiß nicht, welche Arie das war. Und der hat sowas von abgeschmiert, der hat gecrackt und die Stimme war und hat fast gejodelt. Und hat er nur die Augen gerollt und ganz Troubadour-mäßig einfach weitergemacht, so, ja, boah, ja. Und da habe ich Stefan dann angeguckt und wir haben beide so, und ich dachte, ja, so ist es ja. Es kann bei jedem Sänger sein. Und das fand ich irgendwie so ein cooler Moment, weil das ist bei Leuten, die, sag mal, so ein bisschen die Arsch raushängen in Politik oder als Künstler, du bist schon manchmal schon ein bisschen nackt da oben, nackt. Und traust dir Sachen zu und vielleicht klappt das nicht alles, aber im Großen und Ganzen klappt es immer gut. Und wenn es nicht so super funktioniert, einfach weiter, ohne zu überlegen. Ja. Ohne langes Nachdenken, welches Wort fällt Ihnen zu Stefan Kaufmann als erstes ein? Charmant, sehr, sehr, sehr charmant. Nun haben wir einige Worte von Kevin Tart dazu gehört, was er mit Ihnen verbindet. Und da jetzt meine Frage, was verbinden Sie denn mit Kevin Tart? Ja, also Kevin ist ein wunderbarer Mensch, das haben ja auch seine das Interview gezeigt. Ja, ganz reflektiert, wirklich sehr tiefgründig und ja, ist einfach eine tolle Freundschaft. Wir können uns leider nicht so oft begegnen und konnten uns jetzt nicht so oft begegnen, wie wir es gerne wollten. Das ist halt, du hast ja auch gesagt, beide viel unterwegs. Dann ist auch eines das Los eines Politikers auch, dass er eben nie da ist, richtig, und auch so Freundschaften gar nicht in der Tiefe pflegen kann, wie man es gerne würde. Aber Kevin ist jemand, mit dem ich auf jeden Fall immer super gerne zusammen bin. Es ist immer eine besondere Atmosphäre, ne? Es hat immer Tiefgang, es ist immer einfach super angenehm und insofern tatsächlich die Frage, was können wir jetzt mal gemeinsam unternehmen, wenn wir vielleicht ein bisschen weniger zu tun haben, das ist eine gute, da werden wir zwar Schönes ausdenken, aber ich schätze ihn wirklich sehr als Künstler natürlich, also halt, obwohl er jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, ne, immer noch eine phänomenale Bühnenpräsenz und Ausstrahlung, ne, und
ganz lustig ist, ich habe ja einen guten Freund von mir, der meinen ersten Wahlkampf gemacht hat, der eigentlich Queen und AC/DC-Fan ist, ne, da ich gar nichts mit Musical anfangen konnte. Der hatte damals Fotos gemacht, und als der Kevin dieses Konzert da gemacht hat. Und der hat ihn das erste Mal erlebt und der hat gesagt, ich glaube das nicht, diese Augen, diese Stimme, also unglaublich. Ne? Das, man hat sich ja fast schon in den verliebt, also das Hetero. Ne? Also wirklich, aber es zeigt so ein bisschen, dass er einfach eine unglaubliche Wirkung hat auf Menschen, die jetzt eigentlich mit dem Genre vielleicht auch gar nicht so viel anhören können. Und seine Persönlichkeit und ja, ein wunderbarer Mensch. Ja, und ich begegne ihm wirklich leider zu selten, aber regelmäßig, aber es ist wirklich eine sehr, sehr gute Freundschaft. Ja. Wir werden ihn zu Gast haben hier in Sprich Stuttgart, das hat er uns schon zugesagt. Ja, wunderbar. Linda hat ihn gefragt, dann können Sie ja den Best Buddy geben, dann kommen wir dann auf Sie zu. Nein, so einfach machen wir es uns natürlich nicht. Aber er hat was angesprochen, da können wir einen thematischen Schwenk machen. Neue Chancen durch die Veränderungen, die sich jetzt ergeben haben, weil Sie das Mandat eben nicht mehr haben. Es gibt eine Verbindung, das müssen wir erstmal sachlich einfach klären. Sie sind oder waren Beauftragter der Bundesregierung für Wasserstoff? Sind oder waren? Wie ist das jetzt? Ich bin tatsächlich noch, ich bin beauftragt jetzt in einem Anstellungsverhältnis vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die hatten damals vorgeschlagen, diese Position im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie, dass man sozusagen einen Beauftragten eben nimmt, der sich wirklich rund um die Uhr um dieses Thema ausschließlich kümmert. Da war ein bisschen die Frage, wo der jetzt sitzen soll. Da war eher eigentlich die Idee, dass er eher im Bundeskanzleramt sitzt. Dann hat er aber das Wirtschaftsministerium ein bisschen interveniert, weil die eigentlich die Federführung haben zwischen den Ministerien als Wirtschaftsthema, sage ich mal, Energiethema. Die wussten dann auch nicht, wer das sein soll, weil es die Ministerin ihnen nicht verraten hat im Vorfeld. Und dann haben die ein bisschen geblockt und dann haben wir gesagt, dann machen wir es bei uns im Haus. Ne? So dass ich jetzt letztlich der Beauftragte im Ministerium war, aber natürlich richtigerweise eigentlich auch immer als Beauftragter der Bundesregierung dann begrüßt wurde, weil eben die anderen Häuser keinen Beauftragten hatten und weil die Position auch in der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung drin stand. War ein bisschen so eine Geschichte halt auch zwischen BMBF und BMW. Ne? Aber letztlich war ich jetzt Beauftragte des Bundes für das Thema Wasserstoff die letzten 18 Monate und muss jetzt sozusagen aus dieser Funktion von der neuen Ministerin dann entlassen werden. Ne? Was wahrscheinlich nächste Woche dann passieren könnte. Ne? Aber ich habe das Gespräch noch nicht geführt. Ich sehe jetzt also keine Möglichkeit eigentlich von der Bezahlung her natürlich. Also in der Form kann ich es nicht weitermachen, weil das eine Zusatzbeauftragung war zum Mandat. Das wollte ich fragen, ob das mit dem ans Mandat gekoppelt war. Ja. Also Beauftragte sind entweder Staatssekretäre, also als Staatssekretäre dann, die beauftragt werden, oder sind vereinzelt eben auch Abgeordnete, die dann diese Zusatzaufgabe bekommen. Und da ich jetzt das Mandat verloren habe, ist jetzt natürlich diese Beauftragung nicht auskömmlich für den Lebensunterhalt. Dann müsste man das tatsächlich als neue Stelle dann schaffen auf B9-Ebene oder so. Ne? Das wird mutmaßlich jetzt nicht passieren, aber ich biete natürlich meine Expertise jetzt an als Berater oder wie auch immer. Es ist natürlich schade, dass das, was ich jetzt die letzten 16, 17 Monate gemacht habe, dass das jetzt sozusagen dann wegfällt. Ne? Das ist halt was, das kann man jetzt auch nicht ersetzen. Das ist immer so beim Regierungswechsel, dass eben Expertise verloren geht durch Staatssekretäre, durch Abteilungsleiter, die ja dann oft auch ausgetauscht werden, weil sie doch irgendwo auch parteigebunden sind. In dem Fall ist es schade, weil wir eben jetzt eigentlich keine Zeit haben, jetzt das nochmal neu aufzubauen. Und insofern versuche ich zumindest das, was ich jetzt in den letzten Monaten gemacht habe, dann weiterzugeben an die jetzt entscheidenden Ministerien und Minister und hoffe, dass sie die Gedanken, die ich da habe, aufgreifen. Und ob ich selber da jetzt noch eine beratende Rolle spiele, muss man jetzt sehen. Nun hatten Sie als Innovationsbeauftragter auch eine sehr große Praxisnähe. Könnten Sie sich also auch vorstellen, dass das Ganze jetzt aus der anderen Perspektive anzugehen, das Thema? Natürlich. Ich werde jetzt ein bisschen natürlich die Seite wahrscheinlich wechseln. Ich habe jetzt diesen Regierungsblick und das ist ja das, was als Politiker möchte man ja die Welt verändern. Ne? Das ist ja dieses, das hatte ich tatsächlich schon im Kindergarten, als ich immer da mich eingesetzt habe in der Schule als Schülersprecher. Ne? Dieser Blick von oben jetzt, die Wasserstoffwirtschaft der Zukunft, Klimaziele erreichen, da brauchen wir eben entsprechend auch politische Vorgaben, da müssen wir zusammenarbeiten in der Europäischen Union mit vielen anderen Ländern. Ne? Da brauchen wir Lieferpartnerschaften, Energiepartnerschaften, deutsche Technologie ins Ausland liefern. Also dieser Blick ist natürlich ein übergeordneter Blick, wo es mir wirklich darum geht, jetzt Deutschland, die Welt voranzubringen. Und
Das muss ich jetzt ein bisschen lernen, sage ich mal, ja, dass ich eben dann nicht jetzt Beauftragter nach Saudi-Arabien oder nach Schweden oder sonst irgendwo hinreise und dann eben diese Regierungsposition einnehme für Deutschland, sondern so ein Blickwechsel jetzt eben. Ne? Jetzt werde ich eben dann Unternehmen mutmaßlich beraten. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht in ein einzelnes Unternehmen gehen. Ich habe sehr viele Anfragen jetzt, weil ich natürlich sehr viele Kontakte habe, ne? Um eben dann Unternehmen, was auch immer, aus unterschiedlichsten Branchen, dann eben alle mit Wasserstoff jetzt zu tun haben, dann eben zu beraten auf diesem Weg in diese Wasserstoffwirtschaft. Aber natürlich nehme ich dann einen anderen Blickwinkel ein. Ne? Ich arbeite natürlich weiterhin an diesem großen Ganzen, aber bin dann eben doch Interessen geleitet ein Stück weit. Das ist, ich denke, das wird mir gelingen, aber das ist erstmal eine andere Umstellung natürlich. Ne? Gibt es das, einen Verband der Wasserstoffindustrie oder sowas? Es gibt ganz viele Verbände auch natürlich in dem Umfeld oder jeder große Verband, der Verband der Gaswirtschaft oder wie auch immer, die positionieren sich jetzt natürlich in dem Bereich Wasserstoff. Ne? Aber es gibt tatsächlich auch einen Wasserstoffverband. Ne? Es gibt den Hydrogen Europe, also einen Verband auf europäischer Ebene, da sehr, sehr viele Unternehmen drin sind, aber letztlich natürlich die gesamte deutsche Industrie beschäftigt sich mit dem Thema Dekarbonisierung und Wissenschaft. Das fängt ja später bei den Schiffen an, die man dekarbonisieren muss, damit halt dann der Wasserstoff, der transportiert wird, auch nicht belastet wird durch den Transport. Das ist die Stahlindustrie, die Chemieindustrie, natürlich auf der Erzeugungsseite. Es gibt eigentlich keine deutsche Industrie, die jetzt nicht in irgendeiner Weise in dieser Wasserstoffwirtschaft beteiligt ist und natürlich auch Winderzeuger, Windanlagen, Bauer, Solarenergie, natürlich die den Wasserstoff herstellen, transportieren, die Gasleitungsbetreiber, die Energieversorgungsunternehmen, natürlich auf der Anwendungsseite, die Mobilität, die Aluminium, die Kalk, alles. Und das ist natürlich ein wahnsinnig interessantes Spektrum und natürlich auch sehr international und ich habe es ja angedeutet, das ist schon was mir eben auch sehr wichtig ist, weil die Zusammenarbeit eben auch international immer wichtiger wird. Wir können die Probleme und das Problem Klimaschutz schon gar nicht alleine lösen. Und die Vorstellung, 2045 klimaneutral zu werden, das ist schwierig genug. Und da brauchen wir jetzt wirklich alle Anstrengungen und vor allem brauchen wir jetzt Geschwindigkeit und können jetzt nicht nochmal 10 Jahre überlegen. Ne? Aber ich höre das schon so ein bisschen raus. Als Beauftragter der Bundesregierung ist man anders unterwegs als Vertreter eines Verbandes, eines Unternehmens sowieso. Und ihm wäre es schon lieber, wieder das andere zu machen. Naja, das ist natürlich hat nochmal einen anderen Gestaltungsrahmen. Ja. Man durch den Apparat, man zum Ministerium, man hat natürlich auch andere Zugänge, man hat natürlich, man kann Dinge verändern. Ich kann 30 Millionen Forschungsprogramme auflegen und wenn ich die dann eben Sinn machen, ne, für den Aufbau so einer Wasserstoffwirtschaft. Klar, das ist eine andere Stoßrichtung, eine andere Wirkmacht, die man natürlich dann auch hat. Ne? Und die es auch jetzt in der neuen Regierung zwingend braucht, egal was jetzt macht, aber es braucht jemand, der sich kümmert. Ne? Das kann jetzt nicht nur ein Staatssekretär machen unter einem von vielen Themen. Ne? Sonst kriegen wir das nicht umgesetzt. Also insofern, das ist schon meine Überzeugung. Und das war jetzt eine tolle Aufgabe, die ich da hatte, um die mich viele, viele beneidet haben tatsächlich. Ich habe mich wenige getroffen, die gesagt haben, du hast die spannendste Aufgabe gerade in Berlin. Ja, so wirkt es auch. Gerade das internationale Arbeiten war ja ein großer Teil Ihres Alltags. Unter anderem in der Wasserstoffstrategie war ja auch die Wasserstoffkooperation ein großes Thema. Und da meine Frage dazu, ist dann der Wasserstoff vielleicht auch der Schlüssel, um auch andere Staaten, vielleicht sogar Entwicklungsländer, etwas an die Hand zu geben, indem man Partner wird und sich im Wasserstoff dann als Team zusammenfindet? Das haben Sie auch auf den Weg gebracht. Absolut, ja. Wir haben natürlich unterschiedliche Angänge. Wir haben jetzt Länder wie Australien, wo ein sehr reicher Unternehmer jetzt tatsächlich Wasserstoff produzieren will, wo es darum geht, jetzt dort auch deutsche Technologie als Partner hinzuverkaufen. Dann haben wir natürlich Länder wie Saudi-Arabien oder Oman oder Emirate, die natürlich als ölproduzierende Länder skalieren können, die auch Wasserstoff produzieren wollen, auch liefern wollen. Die brauchen jetzt nicht unser Geld, die brauchen unsere Technologie. In Afrika ist es tatsächlich ein bisschen anders. Hat insbesondere das BMBF, auch meine Fachabteilung, die da sehr Afrika-affin ist, zusammen mit dem BMZ, also im Entwicklungsfrüheren Entwicklungshilfeministerium, tatsächlich jetzt Ideen entwickelt, wie wir eben
Afrika hier zum Chancenkontinent machen. Wir haben ja tatsächlich dieses Thema nach wie vor Migrationsdruck, weil einfach junge Menschen in Afrika keine Perspektiven haben. Und dieses Thema Wasserstoff bringt hier wirklich eine ganz neue Chance auch für den gesamten afrikanischen Kontinent. Wir haben natürlich riesige Erzeugungskapazitäten. Wir haben allein in den westlichen afrikanischen Staaten Erzeugungskapazitäten untersucht mit Jülich zusammen, also Forschungszentrum von 130.000 Terawattstunden. Ne? An erneuerbare Energie, das ist also das 1500-fache dessen, was wir in Deutschland brauchen, und das ist schon enorm. Ne? Also wenn man jetzt alles hebeln würde. Und jetzt geht es eben nicht nur darum, sozusagen so einen neuen Kolonialismus, die produzieren jetzt da die Energie und liefern die nach Deutschland. Genau. Das war ein bisschen diese Desertec-Idee, damals ein bisschen schwierig, weil man damals halt jetzt nicht Wasserstoff transportieren wollte, sondern Strom über große Leitungen, das ist halt nicht so einfach über die Distanzen, das war auch ökonomisch nicht so richtig. Aber Wasserstoff ist eben anders. Ne? Man kann Wasserstoff besser transportieren, nicht als Gas, sondern als Methanol, also als flüssig wie Öl praktisch, ne? Mit Schiffen dann auch oder eben über Pipelines. Ne? Und das ist jetzt eben die große Chance, da sind wir jetzt eben 10 Jahre weiter und das ist die große Chance des Wasserstoffs, dass er eben Afrika auch eigene Wertschöpfungsketten ermöglicht. Ne? Die können jetzt aus der erneuerbaren Energie dann Wasserstoff produzieren, aus dem Wasserstoff können sie Dünger, können sie Ammoniak produzieren, aus Ammoniak dann Düngemittel oder chemische Industrie ansiedeln oder was auch immer. Ne? Also es geht jetzt nicht nur darum, dort den Wasserstoff und die Energie einzukaufen für uns, das natürlich auch, sondern eben auch Wertschöpfung zu ermöglichen. Und das ist natürlich jetzt eine ganz spannende Diskussion, übrigens auch eine Nord-Süd-Diskussion in Deutschland. Ne? Die billige Energie haben wir hier nicht, ne? Wir haben keine Elektrolyseure, wir haben keine Wasserstoffproduktion, wir haben keine Erneuerbaren hier, und jetzt ist die große Frage, verlagert sich nicht perspektivisch halt die Industrie dorthin, wo die Energie ist? Ne? So war es ja früher auch. Ne? Die großen Industrien sind ja dort, wo die Kohle war früher. Ne? Ist ja nicht umsonst, dass die ganze Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen ist. Ne? Und das ist eine große Herausforderung. Und jetzt sind wir hier bei Daimler. Ne? Jetzt nicht nur für die Automobilindustrie, ganzes Thema Transformation der Antriebsprozesse, sondern eben auch die Frage, was passiert mit einer Industrieregion wie Stuttgart, ne? Die ja Energie braucht. Ne? Ja, wir können ja hier keinen Wasserstoff produzieren. Das geht ja nicht. Also es ist ja jetzt könnte nur, wenn überhaupt, mit zertifiziertem Grünstrom. Der muss ja auch irgendwo herkommen. Genau. Wir haben auch zu wenig Strom hier. Die Überlandleitungen kommen ja auch nicht hier an, weil sie noch nicht gebaut sind. Also das ist die große Frage. Das muss man wissen, dass Wasserstoff, weil das immer so als Patentlösung, es ist eine Patentlösung, aber natürlich ist die Herstellung von Wasserstoff hoch energieträchtig. Genau. Und diese Energie muss irgendwo herkommen. Deswegen ist es für Industrienationen eigentlich nicht denkbar, jedenfalls für Deutschland zum Beispiel, dass wir uns hier selbst versorgen mit Wasserstoff, genau. Das geht gar nicht. Also wir müssen bis zu 80% importieren, riesige Mengen. Mhm. Und die können jetzt aus all den Ländern kommen, wo eben die erneuerbare Energie sehr günstig ist. Ne? Ich weiß, in Saudi-Arabien, aber auch in Chile, in Australien. Da ist der Strompreis unter einem Cent pro Kilowattstunde. Wir sind hier bei zwischen 9 und 20, je nachdem. Ne? Also, und da eben der erneuerbare Strom der Hauptkostenanteil für Wasserstoff ist, ne, kann man eben überall auf der Welt, wo die Sonne scheint oder Wind ist oder auch Wasserkraft, eben den Wasserstoff sehr günstig perspektivisch produzieren, auch wettbewerbsfähig. Der muss dann eben nach Europa kommen, am besten über Pipelines oder über Schiffe, ja, je nachdem. Aber das macht eben viele Länder, die heute möglicherweise auch noch Entwicklungslandstatus haben oder Schwellenländer sind, natürlich zu potenziellen Energieexportländern. Mhm. Ne? Und das verändert natürlich die gesamte Energielandschaft, weil natürlich jetzt wir auch nicht mehr abhängig sein werden von Russland oder Saudi-Arabien oder Kenia und Nigeria, sondern wir können dann eben auch Wasserstoff beziehen aus Chile oder aus Australien, aus Marokko oder aus Schweden, aus Schottland, aus Portugal. Ne? Überall dort, wo eben die Erneuerbaren günstig sind und sehr viel häufiger halt bei uns verfügbar sind. Insofern wird sich die ganze Energielandschaft ändern und für Afrika eben eine riesige Chance auch. Ne? Und tatsächlich auch für die jungen Menschen dort, Afrika wirklich zum Energieexportland in den nächsten 10, 20 Jahren zu machen und damit auch zu einem Chancenkontinent. Ne? Jetzt sprechen wir ja von Wasserstoff und meinen damit ja eigentlich grünen Wasserstoff. Es gibt ja auch den blauen, den grauen, sogar Türkis musste ich lernen. Ja. Und Pink, ja. Pink gibt es auch. Atomstrom. Ah, okay. Wasserstoff. Ja, gut. Richtig. Genau. Ja. Jetzt hat die EU sich als Ziel gesetzt, 750 Wasserstoffprojekte zu realisieren. Sollen die dann auch tatsächlich alle in Europa stattfinden oder inkludiert das auch das Importieren aus Chile,
afrikanischen Ländern, was wir bereits angesprochen haben? Also es ist noch etwas diffus. Wir haben diesen IPCEI-Prozess jetzt auf den Weg gebracht, wo wir Projekte von europäischem Interesse definieren. Da haben wir aber allein in Deutschland schon 62 ausgewählt. Die werden also natürlich alle nicht, also viele nicht zum Zug kommen. Man muss es europäisch denken. Ne? Wenn ich jetzt mit Saudi-Arabien rede, die sagen, okay, wir könnten schon uns vorstellen, eine Pipeline von Saudi-Arabien nach Griechenland zu bauen, aber damit sich das dann am Ende lohnt, müssen sich die Europäer gegebenenfalls halt auch zusammentun, wegen den Abnahmemengen. Das sind so Diskussionen, die man führen muss. Es gibt unzählige Projekte. Also ich kenne jetzt weltweit 540 Projekte. Nach einer Studie allein seit Februar sind jetzt 130 neue internationale Projekte dazugekommen. Das ist die große Herausforderung, die jetzt alle umzusetzen. Die sind zum Teil finanziert, aber die brauchen dann noch Partner, die eben die Elektrolyseure bauen. Also muss ich vorstellen, der größte laufende, weltweit funktionierende Elektrolyseur steht in Kanada. Da war ich vor 3 Wochen in Bessancourt und Quebec. Mit 20 Megawatt. Ne? Und die Dimension zu sagen, also wir haben jetzt in Thyssen-Krupp Duisburg, das größte Stahlwerk in Deutschland, mit 20 Millionen Tonnen CO2-Emissionen, das ist ungefähr ein 35, also von 750 Millionen Tonnen in Deutschland, 20 Millionen Tonnen Emissionen, 12 Millionen Tonnen Stahlproduktion. Die haben 5 Hochöfen, die kann man jetzt alle umrüsten, die Technologien haben wir von der Verwendung von Kokskohle. Eben auf grünen Wasserstoff, verbrennt also dann eben CO2-neutral, braucht aber 750.000 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr. Ne? 750.000 Tonnen. Und das erfordert eine Produktionskapazität von 7 Gigawatt Elektrolyse. Das entspricht ungefähr einer Leistung von 7 kleineren Kernkraftwerken. Ne? So, das sind dann also 7 Gigawatt, das sind also 7.000 Megawatt. Und der größte weltweit laufende Elektrolyseur hat 20 Megawatt. Und es gibt nicht so viele Firmen weltweit, die überhaupt einen 100 oder 200 oder 500 Megawatt Elektrolyseur gerade bauen können. Siemens Energy, ThyssenKrupp, Uhde, also wir haben deutsche Firmen, die das skalieren können, aber deshalb sage ich, wir haben jetzt nicht Zeit, dass wir mal 2030 anfangen, die zu bauen. Ne? Wir müssen jetzt anfangen, ne? Und zwar global. Und das ist schon eine riesen Herausforderung, überhaupt die Produktionskapazitäten für die Wasserelektrolyse aufzubauen, die entsprechenden Windparks. Und die stehen ja auch noch nicht. Ne? Also insofern, es ist eine riesige Herausforderung und braucht natürlich auch enorme finanzielle Mittel. Es gibt sehr viel grünes Kapital. Es gibt auch staatliche Unterstützung, aber es muss sich natürlich auch wirtschaftlich irgendwie rechnen. Ne? Und das sind die großen Herausforderungen. Und deshalb sage ich immer, man kann jetzt hier von Klimaneutralität 2045 reden. Aber ich glaube, nur die wenigsten haben wirklich eine konkrete Vorstellung, was das konkret heißt. Wie es gehen soll mit Wasserstoff, das sagt jeder. Aber was es konkret heißt, das muss, glaube ich, manche noch verstehen. Ja. Nun können Unternehmen wie ThyssenKrupp ihre Öfen umstellen. Aber das Problem ist ja auch der Transport. Und wenn wir jetzt Projekte anschauen, wie jetzt zum Beispiel Nord Stream 2, dann haben wir ja vielleicht schon Lösungen zur Hand, um das zu transportieren. Wären das dann Projekte, die dadurch vielleicht ja an Bedeutung gewinnen und auch so legitimiert werden? Ja, Nord Stream 2 ist in der Tat interessant, weil diese Leitung, das ist die gute Botschaft, ist, sie ist fähig, reinen Wasserstoff zu transportieren. Also sie wurde schon so gebaut. Ne? Ah. Die müssen eine gewisse Dichtigkeit haben, weil Wasserstoff sehr flüchtig ist und Kompressoren und so weiter. Also so sagt man, Nord Stream 2 kann reinen Wasserstoff transportieren. Den müssen die Russen aber erstmal produzieren. Ne? Und nicht das Problem, dass die eben Erdgas haben und in Unmengen. Ne? Gibt so eine schöne Story, anscheinend sagte Putin mal zur Kanzlerin, wir können euch noch 130 Jahre lang nach Europa Erdgas liefern. Da meinte die Kanzlerin, ja, aber es kauft euch halt niemand mehr ab irgendwann. Ne? Das ist ein bisschen die Diskussion. Und so fand ich schon die Frage, macht man aus diesem Erdgas jetzt beispielsweise türkisen Wasserstoff? Ne? Das ist ja eine Chance auch für Russland. Ne? Also türkiser Wasserstoff braucht deutlich weniger Energie, wird letztlich auch aus Erdgas gemacht. Aber das CO2, das normalerweise dann in die Luft entweicht bei der Herstellung von Wasserstoff, wird als Kohlenstoff gebunden, als fester Kohlenstoff. Mhm. Kommt dann praktisch kugelförmig oder wie auch immer raus. Und das kann man dann als Bodenbelag verwenden zum Beispiel. Ne? Mhm. Ist ja also nur das Ziel, dass das CO2 halt nicht in die Atmosphäre, geht. Okay. Ist halt deutlich weniger energieintensiv, ist aber jetzt letztlich noch im Entwicklungsstadium. Also wir haben die Technologie noch nicht ausgereift. Für diesen türkisen Wasserstoff. Wir versuchen jetzt gerade mit den Russen so eine Forschungskooperation, damit wir die dahin bringen, dass sie jetzt eben mal sich auf die Produktion von türkisem Wasserstoff, die denken auch an grünen Wasserstoff, da gibt es auch Projekte, die wollen vielleicht aber auch mit Atomstrom Wasserstoff herstellen. Ne? Also insoweit, ja, das sind die Diskussionen, die gerade international geführt werden, aber am Ende muss ich es halt rechnen. Ne? Ja, ich
kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Sie was anderes machen werden, außer Wasserstoff, so wie Sie, wie Sie hier die Expertise Sie hier rüberbringen und ein Bild zeichnen. Darf ich zum Schluss dieses Themas vielleicht fragen, können Sie uns so eine Vision zeichnen, wie wir in 10 oder vielleicht 15 Jahren unterwegs sein werden mit Wasserstoff? Also kann man sich vorstellen, im Moment geht ja alles auf Elektrifizierung, gerade jetzt hier. Wir sind ja im Mercedes-Museum und Autos der Zukunft. Mit Wasserstoff heißt immer, das hätte keine Zukunft, LKW schon. Wie sehen Sie es? Ja, also im Pkw-Bereich in Deutschland jedenfalls ist die Messe sozusagen gelesen. Die großen OEMs haben sich jetzt entschieden, auf rein batterieelektrisch zu setzen. Es gibt natürlich Wettbewerber, jetzt BMW sieht es ein bisschen anders, international Hyundai, Toyota, die Asiaten, aber auch Opel, die schon auch eine Brennstoffzelle im Auto sehen. Aber die Diskussion ist ein bisschen müßig, muss ich ehrlich sagen, weil die großen Anwendungen werden nämlich in der Industrie sein, werden jedenfalls im Lkw-Bereich sein, bei Trucks, 1000 Kilometer Reichweite, ne, wo ich auch keine Batterie, keine Ladeinfrastruktur hinbekomme für Batterieelektrik. Ne. Insofern, wenn Sie jetzt nach Quebec gehen oder in die Emirate, dann haben Sie natürlich eine ganz andere Diskussion. Da gibt es keine Ladeinfrastruktur, da verbrauchen die Autos 20 Liter. Ne. Da muss ich eher an E-Fuels denken, da muss ich dann vielleicht auch eher an Brennstoffzelle denken, ne, wenn ich ganz neu anfange, Infrastruktur aufzubauen, wo es auch mehr ländliche Regionen gibt. Hier habe ich die Städte, hier habe ich natürlich die Möglichkeit, auch nicht einfach, Batterien, elektrische Ladeinfrastruktur aufzubauen. Wird auch nicht einfach, wenn alles elektrisch ist, ne, von den Kapazitäten und so weiter. Aber gut, wir haben die Chance und die OEMs haben sich jetzt mal entschieden. Ich habe immer gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass Daimler weitergemacht hätte mit der F-Zell-Produktion. Mhm. Ist jetzt anders entschieden worden, schauen wir mal. Ja. Aber jedenfalls werden wir die Brennstoffzelle sehen in LKWs, werden in Nutzfahrzeugen, in Müllfahrzeugen, in Räumfahrzeugen, in landwirtschaftlichen Fahrzeugen, in Baufahrzeugen, überall dort, wo ich halt auch keine Lade, wo ich große Energien brauche, wo ich große Umsätze, große Motoren, also überall dort wird die Batterie sich nicht durchsetzen. Das ist eigentlich auch relativ klar. Da werde ich Brennstoffzellen haben. Im Hausbereich werden schon sicherlich auch Gasheizungen umgestellt werden bis in 10 Jahren. Wir werden erste auch brennstoffzellenbetriebene Flugzeuge sehen, jedenfalls auf kürzere Distanzen. Ne? Da hatte übrigens in unserem Podcast Stefan Wolf sehr dezidiert Auskunft gegeben. Lohnt sich nachzuhören. Ja. Von Elring Klinger. Der mit Airbus zusammen gerade an dem Thema sind die richtig dran. Stefan Wolf, Kevin Tart. Genau, das Dreieck. Also kennen das natürlich gut und ich bin sehr froh, dass... Das Kevin Tart ist der Lebenspartner von Stefan Wolf, genau. Wir haben ja leider in Baden-Württemberg, wenn man sich diese IPCEI-Karte anschaut, ganz wenig, also praktisch keine Projekte. Die einzigen Projekte sind eigentlich Brennstoffzellenfertigung und Elring Klinger mit und Bosch. Und Daimler, das Projekt mit Volvo, wo es um Brennstoffzellen im LKW angeht. Ne? Und eben Elring Klinger zusammen mit Airbus hier ein Brennstoffzellenflugzeug entwickelt. Da bin ich sehr froh drüber. Das ist aber auch leider fast schon das Einzige, was wir neben Forschungseinrichtungen, sehr gute Forschungseinrichtungen in Baden-Württemberg bieten können. Und deshalb ist einer meiner wirklich wichtigen Punkte, wir müssen hier auch als Landesregierung einfach noch stärker in dieses Thema reingehen, sonst wird der Süden energiepolitisch abgehängt. Wir haben keine Gasleitungen, wir haben keine erneuerbare Energie, wir haben keine Elektrolyseure, wir werden keinen Wasserstoff haben, wir müssen uns jetzt nicht kümmern, den irgendwo herzubringen und dann wahrscheinlich auch nicht aus Rotterdam oder Antwerpen, weil der, bis der da ankommt und bei uns, ne, der wird so viel verbraucht oben in Norddeutschland und im Ruhrgebiet, dass wir uns tatsächlich überlegen müssen, eventuell auch Wasserstoffleitungen eher aus Italien hochzuentwickeln, aus den MENA-Staaten, dann mit Österreich zusammen und hier Bedarfe schaffen und jetzt nicht warten, bis alles aus Norddeutschland runterkommt. Ne. Also das sind so Themen, das sind wirklich auch jetzt Themen, die mir am Herzen liegen, jetzt als Stuttgarter, als Baden-Württemberger, weil ich mir in der Tat Sorgen mache um diese Industrieregion. Das ist nicht nur so dahergesagt, das ist begründet. Und das trifft natürlich auch ein Unternehmen wie Daimler hier. Ne? Da wird es jetzt virulent. Ich meine, Elektroautos können auch andere bauen, ne? Wie man sieht. Tesla ist heute das weltweit wertvollste Unternehmen. Ne? Hat man vor 10 Jahren noch belacht. Ne? Eine Batterie mit dem Computer und einem Gehäuse drumherum. Ne? Natürlich viel schlechter verarbeitet als jeder Daimler und jeder VW. Aber ein Unternehmen, das wertvoller ist. Ne? Ja. Und dann, soweit, und auch die Chinesen können Elektrofahrzeuge bauen. Also dieser 100-jährige Vorsprung oder mehr als 120-jährige Vorsprung, den wir haben, der nützt uns da halt nichts. Ne? Und insofern auch nochmal, ist ein Brennstoffzellenfahrzeug natürlich auch etwas komplexer als ein Elektrofahrzeug. Von der Wertschöpfung her ist es deshalb nicht ganz so trivial. Also auch zu überlegen, ob man nicht doch mal auch wieder da in das Thema einsteigt irgendwann. Aber gut, das
macht jetzt da einmal mit Cellcentric, mit Volvo zusammen im LKW-Bereich und die Kompetenz kommt natürlich auch vom PKW-Bereich dann entsprechend. Jetzt haben Sie wunderschöne Bogen geschlagen von Wasserstoff zur politischen Forderung und zum Standort. Und mit dem Standort, nämlich Stuttgart, schließen wir jetzt in unserer Schnellfragerunde am Schluss ab und zwar hiermit. Sprich Stuttgart, Fragebogen. Genau. Willst du anfangen mit der ersten Frage? Ja, sehr gerne. Stellen Sie sich vor, Sie waren lange unterwegs, vielleicht auf einer internationalen Reise und kommen das erste Mal wieder in Stuttgart. Und dann sehen Sie am Horizont den Fernsehturm. Was fühlen Sie? Welche Emotionen kommen da hoch? Ja, also immer, wenn ich zurückkomme, ich bin viel unterwegs tatsächlich, es ist immer das Gefühl natürlich, das ist Heimat. Jetzt fahre ich gleich hier die Weinsteige runter und sehe den Kessel und meinen Wahlkreis unter Stuttgart. Das ist immer was, immer wirklich, auch nach 52 Jahren, ich bin ja hier geboren, immer noch was Schönes, ja, wo ich wirklich das Gefühl habe, hier bin ich gern zu Hause, so gern ich auch unterwegs bin. Wie und wann haben Sie das Stuttgart das erste Mal bewusst erlebt? Ich meine, man marschiert als Kind durch, aber irgendwann wird man sich klar, ah, das ist Stuttgart. Können Sie sich da erinnern? Ja, das ist schwierig, weil ich ja hier geboren bin. Mhm. Das ist ja, eigentlich alles vertraut. Ja. Was hat denn Stuttgart, was andere Städte nicht haben? Ja, es ist schon so eine Verbindung aus Weltläufigkeit, einem gewissen Understatement und dann aber doch so eine gewisse Provinzialität in den Vororten. Es ist schon eine ganz besondere Mischung, sag ich mal, aus Provinzialismus und Weltläufigkeit, die man, glaube ich, tatsächlich so nirgends anders findet. Das ist schön. Dürfen wir das als Headline nehmen? Eine besondere Mischung. Mhm. Was nervt denn an Stuttgart? Ja, natürlich schon auch manche kleingeistigen Dinge, wo man das Gefühl hat, da ist die Weltläufigkeit noch nicht so angekommen. So diese Nachbarschaftsbeobachtungen, das halt auch noch gibt. Aber auch natürlich hässliche Plätze und natürlich auch die schwierige Verkehrssituation. Mhm. Jetzt hatten wir schon den Mangel an Forschungsclustern. Was fehlt denn sonst noch in Stuttgart? Naja, mir fehlt schon natürlich, also wir verstecken uns zu viel mit dem, was wir bieten können. Wir sind zu wenig sichtbar als Forschungs- und Entwicklungsstandort, glaube ich, bei vielen Themen auch wird Stuttgart nicht mit verbunden, wo wir wirklich stark sind. Ja, und können wir eben noch stärker, also auch eine Fokussierung, also eben auch als Standort für Zukunft der Mobilität, für Zukunft auch von anderen Technologiebereichen. Also da verkaufen wir uns, glaube ich, noch zu schlecht. Ja. Ganz konkret, ein perfekter Abend in Stuttgart ist für mich? Ja, schön essen gehen und dann vielleicht im Sommer. Ja, also Stammlokale, ich gehe natürlich gehe ganz gerne ins, fällt mir der Name nicht ein, bei der Allianz zum Italiener und dann natürlich ein Eis essen noch oben am Eugensplatz, so im Sonnenuntergang, wenn es dann spät Sonne untergeht und im Sommer ist. Ne? Ja, also das ist schon ein schöner Abend. Ne? Eine Frage, die Sie sich wahrscheinlich persönlich schon mal gestellt haben. Sie wären Oberbürgermeister in Stuttgart. Was würden Sie als erstes in Angriff nehmen? Also jetzt in der Tat würde ich das Thema Stuttgart 21 Fläche in Angriff nehmen, weil da müssen wir jetzt planen, was passiert, wenn Stuttgart 21 fertig gebaut ist. Und das ist eine riesen städtebauliche Chance für Stuttgart, die, glaube ich, noch zu wenig jetzt gerade aktiv angegangen wird. Es gibt ja unten gegenüber vom Rathaus diese neue Ausstellung, wo man das ja versucht, tatsächlich so ein bisschen sichtbar zu machen. Wir schließen immer mit derselben Frage. Die heißt, sprich Stuttgart plant eine Stuttgart-Soap. Wie lautet der Titel dieser Soap? Sie können sich Zeit nehmen zu überlegen. Das ist nicht so einfach. Nee, ist nicht so einfach. Stuttgart und die Welt. Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge bitte richten an hallo@sprichstuttgart.de.